Radio Oki Talk, Radio Oki Talk, von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen schon mal. Ja, ich möchte noch mal ein paar Sendehinweise geben. Erstmal heute Abend um 20 Uhr starten wir mit der Sendung Das Stockholm-Syndrom. In der Moderation ist der Roman und auch die Lin. Ich bin auch dabei. Und Joe Konrad hat sich heute auch angekündigt, kommt heute auch noch rein zu uns. Freuen wir uns auch darüber. Am Mittwoch ist der Robert Franz bei uns, hab schon auf Facebook gesehen, mit welchem Thema? Ja, natürlich seine Gesundheitsthemen und natürlich, was ihr für Fragen habt, einfach dann reinhuschen und mit Robert Franz hier interaktiv Austausch machen. Und am Freitag haben wir den Werner Altnickel bei uns und dann die Friedensakademie in Linz hat Gespräche der Religion noch auf dem Programm. So, jetzt sehe ich, die Minute ist auch schon so gut wie rum. Jetzt wird's mal kurz leise und wir starten dann auch die offizielle Aufnahme. So, bis gleich. Radio Oki Talk, Radio Oki Talk, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 12. November 2017. Wir sind wieder interaktiv live unterwegs. Möchte sofort am Anfang auch die Telefonnummer nochmal bekannt geben, denn wir sind auch über das österreichische Festnetztelefon erreichbar. Die Telefonnummer lautet dafür 0720 51819. Und die ist 7. Zusätzlich haben wir außen für euch, liebe Zuhörer, auch den Chat geöffnet. Dort könnt ihr euch ganz belanglos unter Live on Air einfach einschalten. Und wenn ich die Telefonnummer zu schnell gesagt habe, die findet ihr auch auf der Webpage, auch unter Live on Air, sowie auch im Sendeplan, so dass ihr auch hier mitreden könnt, wenn ihr da Interesse habt. Ja, wir steigen jetzt mal so langsam ein. Möchte jetzt hier erstmal in der Runde die Lin hier begrüßen, dann auch den Roman hier nochmal begrüßen, sage einen wunderschönen guten Abend zu euch. Schönen guten Abend. Hallo ihr beiden, schön, dass wir wieder eine so schöne, interessante Gesprächsrunde standen. Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig und ich sage jetzt einfach mal das Stockholm-Syndrom. Wie und warum haben wir diese Sendung gewählt? Also mir ist vor ein paar Tagen ein Beispiel gekommen, da ist ein Mensch gekommen und hat jemand anders einfach so betitelt, dass er ein Stockholm-Syndrom hätte. Daraufhin sagte ich, nein, das kann gar nicht sein. Es ging um ein Pärchen, was verheiratet war und diese Frau hat sich neu verliebt und ja, und hat sich in einen anderen Mann verliebt und plötzlich sagte der Mann, mit dem sie noch verheiratet war, der hat ein Stockholm-Syndrom. Daraufhin habe ich meine Ohren mal gespitzt und dann habe ich gesagt, nein, ein Stockholm-Syndrom ist ja eigentlich ganz was anderes, weil man muss es ja auch leben. Ich möchte direkt am Anfang heute mal die Frage direkt mal stellen. Da heißt die berühmte Frage, warum ist die richtige Welt so falsch? Und wie schnell setzen Ärzte Diagnosen ab? Und ja, ist das eigentlich richtig, dass wir sofort einfach sagt, wie jetzt in diesem Beispiel, der Herr hat ein Stockholm-Syndrom, nur weil eine Liebe extern ist. Aber die Ursache, was passiert in einer Beziehung, wenn man sich auseinanderlebt, das muss ich euch nicht erzählen. Aber was dann passiert, kann ein Stockholm-Syndrom sicherlich daraufhin sich entwickeln. Das möchte ich gar nicht mal so ganz auswegig machen, aber man lebt es zum Glück ja nicht. Ja, lieber Roman, liebe Lin, wie sind eure Gedanken zum Thema Stockholm-Syndrom? Ladies first. Ja gut, erstmal der Begriff oder die Definition Stockholm, ja, also bekannt aus Schweden, ja, da soll es angeblich mal zu einer Geiselnahme gekommen sein und Stockholm-Syndrom, das rührt daher oder ist entstanden dadurch, dass es eine gewisse Sympathisierung mit dem Täter gibt und das ist eine Art Schutzfunktion, eine Lebenserhaltungsfunktion, die dort einsetzt und so ist der Begriff
das erste Mal hat er sich etabliert und ja, Stockholm-Syndrom, das ist ja halt ein Phänomen, das sich bei Opfern oder bei Überlebenden nachvollziehen lässt oder diagnostizieren lässt in erster Linie, aber es ist wahrscheinlich auch heute auch eine Definition, die auch schon in der Allgemeinheit auch durchaus ja ihr Gehör gefunden hat, ne? Wenn wir uns zum Beispiel gewisse Prozesse anschauen, zum Beispiel auch in hierarchischen Prozessen, dann wird auch immer wieder der Begriff Stockholm-Syndrom verwendet. Zumindest ist mir das so aufgefallen. Ja, ich habe früher auch geglaubt, dass Stockholm-Syndrom, dass es so ganz was Profanes ist, ja, dass einfach die, wie die Lin schon gesagt hat, die Opfer mit den Tätern eine Sympathie entwickeln und sogar so kooperieren und dann auch mal mitmachen mit diesen Gewalttaten oder meistens waren es oft Banküberfälle und so Sachen. Und wo hört das Stockholm-Syndrom dann auf und vor allem, wo fängt es ja an? Ist es jetzt eine reine Gehirnwäsche, sollten wir uns fragen, oder ist es ein schlechtweg gesellschaftliches Problem, ja? Ich glaube, dass das Stockholm-Syndrom auch sehr oft in den Medien zu Unrecht politisiert worden ist. Und ich glaube, dass wir das heute an ein paar guten Beispielen heute sehr gut erörtern können und dass wir auch vielleicht Ähnlichkeiten zu Stockholm-Syndromen eruieren können. Ja, ich sehe gerade, der Joe Konrad ist gerade da vom Bewusst-TV, ist gerade bei uns eingestiegen. Sag mal einen wunderschönen guten Abend zu dir. Schön, Joe, dass du da bist. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin gerade auch erst reingekommen und habe auch gar nicht viel Zeit, aber so ein paar Minuten kann ich mir vielleicht freischaufeln. Ja, heißes Thema. Ich weiß nicht, was ihr schon alles beredet habt. Wir sind gerade erst gestartet. Lieber Joe war gerade bei der Definition, den Ursprung ist ja auch entstanden in den 1973er Jahren, ne, das werden wir nachher noch mal ausführlich beleuchten, woher der Begriff Stockholm-Syndrom kommt. Ja, Joe, was sind denn so deine Gedanken zum Thema Stockholm-Syndrom, wenn du nicht so viel Zeit hast? Erstmal schön, dass du bei uns bist. Ja, da könnte man sicherlich vieles zu sagen. Ich denke, wir erleben eigentlich heute in der Welt sehr vieles und gerade bei uns in Deutschland und Österreich vielleicht abgemildert auch, dass viele Menschen offenbar unter diesem Syndrom leiden. Und zwar kann man das meines Erachtens an vielen Dingen erkennen, wo wir oder ganz viele Menschen quasi ja, diejenigen, die uns kontrollieren und bestimmen, sozusagen eigentlich beklatschen oder die unterstützen und die Menschen verteufelt werden, die sich für den, ja, für die eigenen Leute einsetzen. Also wenn wir uns als Menschen in einem Land jetzt vielleicht als Gefangene von Entführern sehen würden und wir würden uns dann eben ja, mit den Entführern verbünden. Das können wir nach dem Krieg sehen, wo die Menschen dann eben sofort gesagt haben, ja, unsere Befreier, ne, die Alliierten, dass die natürlich auch Millionen Menschen von ihrem Leben befreit haben. Das wird dann nicht mehr kritisch gesehen, sondern ich kenne das ja selber auch, wie das früher war, dass ich dachte, so die Amis und so, das sind so die coolsten und ja, da will man eigentlich irgendwie hin, aber je mehr man sich damit beschäftigt und merkt man eben auch, dass diese Affinitäten doch offenbar nicht wirklich der Situation gerecht werden. Und wir merken das ja immer mehr, wie sehr wir oder wie wenig Rechte wir haben, wie wenig Freiheiten und wie sie immer mehr abgeschafft werden. Und wir erleben das ja gerade eben auch in dieser Diskussion über die Meinungsfreiheit, also dass jetzt bei Facebook und bei YouTube irgendwie zensiert wird, ganz massiv. Das sind ja so, das wird ja gemacht, indem man im Grunde sagt, ja, diejenigen, die sich hier für die eigene Bevölkerung oder Volk zu sagen, ist ja heute schon sehr schwierig, dafür einsetzen. Das sind dann irgendwie böse, fremdenfeindliche oder rechtsextreme Menschen und die müssen bekämpft werden. Da gilt dann die Meinungsfreiheit nicht mehr. Und ich glaube, da sehen wir im Grunde, wie so etwas wirkt. Das ist wirklich manchmal ganz schwer zu verstehen, dass die Menschen wirklich die Leute angreifen, die sich für deren Schutz einsetzen, während sie
Die Entrechtung und sowas, was eben von den Leuten gemacht wird, die uns kontrollieren, quasi hinnehmen und auch so die Überwachung und alles, was wir heute haben, quasi sagen, naja, das ist ja okay, das ist ja alles ganz in Ordnung und dass denen das offenbar lieber ist und sympathischer ist als die Menschen, die sich wirklich mit den Dingen befassen und auch kritische Fragen zu diesen Hintergrundmächten dann stellen. Ja, Ja, hallo Jo. Ich grüße dich auch. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, ist es eine Wahrnehmungsverzerrung oder ist es ein Überlebensmechanismus, der sich hier darbietet? Das ist eine der Fragen, die wir uns, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Und jetzt habe ich den Klaus kurz dazwischen geredet. Bitte. na, na, mach mal die Fragestellung zu Ende. Die ist fertig. Ja, okay. Ist eine gute Frage. Ich denke, es ist sicherlich beides. Die Wahrnehmungsverzerrung ist natürlich einerseits so, dass in diesem Fall, ich habe ja quasi über die Amerikaner gesprochen, die bei uns eben so, ja eigentlich, wie ich das früher auch gesehen habe, so die Coolen sind. Und das ist natürlich auch etwas, was sie so darstellen über ihre Hollywood-Filme und so, wo man da, also das sind immer die Amis eigentlich, die mega coolen und die, ja, auch die entspannten und die, mit denen man eigentlich gut zurechtkommt, während, ja, in amerikanischen Filmen die Deutschen oftmals dann eben die tumpen Nazis sind und die blöd sind und bösartig und kein Herz haben und so weiter. Das ist natürlich eine Wahrnehmungsverzerrung, die durch Jahrzehnte Medien, die eben auch kontrolliert natürlich unter diesen Mächten sind, entstanden ist, so dass wir, wenn wir es nicht kritisch sehen, dadurch sagen können, ja, das sind ja die Guten. Aber das ist eben, wie ihr sagt, schon eine Wahrnehmungsverzerrung. Und das andere ist eben, was war das zweite Teil? Es spielt, glaube ich, auch eine Rolle, aber ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich denke. Überlebensmechanismus, ja. Pardon, KryptoTV, bitte. Danke, Lien. Hallo, Jo. Ja. Wir haben ja schon jetzt sehr schnell mal erörtert, dass es ja nicht nur, weil früher ist ja bekannt, dass das Stockholm-Syndrom ein Einzelfall ist oder in kleinen Gruppen höchstens passiert, aber jetzt haben wir schon sehr schnell erörtert, dass es ein ganz großflächig gesellschaftliches Problem sein kann. Wie gesagt, es ist eine Kette, die schließt sich von Anfang bis zum Ende fort. Wenn die Kette beginnt, bei uns einfachen Menschen, da wählen doch die meisten immer wieder dieselben Parteien, obwohl sie nie das halten, was sie ja versprechen. Und dann die nächste Kettenglied, die Politiker selbst, wie der Joe auch schon wieder gut erörtert hat, sind schon wieder den Amerikanern eher hörig, als wie sie sich selbst Gedanken machen, wie sie ihr eigenes Land voranbringen und schauen eher, wie Amerika vorankommt, ja. Joe, da habe ich eine Frage. Wo hört es dann auf mit dem Syndrom? Wenn wir von den Politikern selbst zum Beispiel sprechen, sicherlich sind sicher einige Politiker ganz toll und hilfreich, auf die Amerikaner zu sprechen. Doch manche werden ja auch oft erpresst oder mit Geld gelockt. Kann man da, wenn Politiker mit Geld gelockt werden, um Amerika hörig zu werden, dann auch noch von einem Stockholm-Syndrom sprechen? Ja, ich denke, das ist nicht so einfach. Da verschwimmen natürlich so die Sachen. Im Grunde könnten wir sehr viel weiter noch über Mind Control reden. Einerseits, also das Stockholm-Syndrom ist ja im Grunde so, dass man quasi dann, wenn man, weil diese Entführer ja näher sind und man dann quasi eher zu denen hält, auch wenn draußen die Polizei einen befreien will. Das ist ja etwas, was vielleicht was mit der Nähe zu tun hat. Die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, dass natürlich das ganze System darauf basiert, auf verschiedenen Methoden, die mit Mind Control oder einfach mit Kontrolle zu tun haben, dass man Menschen eben ködert mit gutem Einkommen, also Politiker werden gut bezahlt. Und dann machen sie auch alles mit. Also die verdienen ja, was weiß ich, das Vielfache von dem, was wir verdienen und bestimmen dann über uns und haben dann eben nicht die Probleme, die wir haben, mit dem Geld klarzukommen. Und da machen sie dann natürlich einiges mit. Das andere ist dann das nächste. Das sind im Grunde Mafia-Methoden, dass man erstmal jemand verlockt, so, und ich werde dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen kannst. Das kann erstmal ganz ohne Gewalt und sowas sein, dass man einfach sagt, komm, wenn du hier mitmachst, dann
hast ein gutes Leben und dann verdienst du gut und da kann man ja eigentlich erstmal nichts gegen sagen, bis man dann merkt, dass man dann vielleicht auch Dinge mitmacht oder mitmachen muss oder mit ansehen oder miterleben muss, vielleicht wie der Mafia-Pate dann jemanden die Beine bricht und dann das mit ansieht und sagt, das mache ich nicht mit, das habe ich eigentlich jetzt nicht gedacht. Und dann wird er vielleicht selber unter Druck gesetzt und gesagt, pass auf, wenn du das nicht mitmachst. Und das ganze System basiert auch auf Erpressung. Wir haben viel auch gesprochen über den Kindesmissbrauch, dass das eben Politikern oftmals dann eben auch bestimmte Sachen zugeführt werden, ob es Drogen sind oder eben Kinder, und die dabei gefilmt werden und man sie dann immer auch nachher erpressen kann, wenn sie dann nicht so spuren. Das sind also mehrere Level, die haben jetzt nicht mehr unbedingt was mit dem Stockholm-Syndrom zu tun. Also wo da die Grenzen sind, es ist dann schwer zu sagen, als auch dieses Syndrom ist ja jetzt nicht genau definiert. Da spielen ja auch in so einer Geiselnahme auch verschiedene Sachen eine Rolle, dass man einmal denen natürlich auch sagt, pass auf, wenn ihr nicht ruhig seid, hier, ihr Geiseln, dann werdet ihr erschossen. Das ist eben das Überleben, was ja auch angesprochen wurde. Natürlich will man lieber überleben und dann entwickelt sich eben so eine Einstellung. Ja, wenn ich das mitmache, dann ist es für mich besser, und dass man sich dann tatsächlich dann vielleicht eher denen zuwendet und damit denen auch sympathisiert, ist das Nächste. Und vielleicht versprechen die dann auch noch, pass auf, wenn ihr hier alle mitmacht, dann seid ihr nachher alle raus und ihr kriegt vielleicht auch ein bisschen was von dem Geld ab, was wir der Bank abnehmen. Und also es sind ja verschiedene Methoden, die dazu wirken. Einmal ist es das Unbewusste, das psychologische Element. Und das andere sind natürlich dann ganz harte, ganz knallharte eigentlich Kontrollmechanismen über, ja, erstmal Verlockungen mit materiellen Dingen oder sonstigen Versprechungen bis hin zur Drohung, Androhung von Gewalt und Ausübung von Gewalt bis hin Erpressung. Und wenn jemand überhaupt nicht spürt, dann wird er letztlich um die Ecke gebracht, ne? Das hat dann mit dem Stockholm-Syndrom nichts mehr zu tun, beziehungsweise bei einer Entführung kann das natürlich auch vorkommen. Also wenn man sich das alles in der Situation überlegt, dann ist natürlich der Geiselnehmer, der jetzt sagt, ich lege mich einfach auf den Boden, wie die sagen, ich mache alles, was die sagen, der hat vielleicht dann die besten Überlebenschancen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es ganz anders aus und vielleicht ist doch einer wichtig, der dann sagt, pass auf, ich tue zwar so, als würde ich mitmachen, aber letztlich versuche ich doch hier uns zu befreien. Und die Geiselnehmer sind nicht unsere Freunde, sondern sie wollen nur, sie benutzen uns, und das muss man einfach erkennen. Und das Erkennen ist das Wichtige. Wir sind ja heute, wenn wir wieder auf die gesamtpolitische Situation zu sprechen kommen, eigentlich in einer Phase, wo wir oder wo immer mehr Menschen erkennen, dass sie im Grunde als Geiseln gehalten und benutzt werden und nicht eben wirklich das haben, was man uns mal sagt, Freiheit und Demokratie und Frieden und sowas, und die Politiker wollen nur unser Bestes. Immer mehr Menschen erkennen einfach, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und dann ist halt die Frage, wie lange macht man da noch mit und sagt, na ja, ich halte schon zu denen, weil da geht's uns vielleicht noch am besten. Irgendwann kippt die Stimmung und dann sagt man, ja, wir müssen irgendwie aus der Nummer raus hier. Lieber Joe, jetzt scheint es so, Stichwort Mind Control, sehr interessanter Ansatz. Es scheint so, dass anscheinend nicht alle Menschen oder nicht jeder Mensch dafür empfänglich ist. Können wir die Ursachen irgendwo vielleicht in der Kindheit wiederfinden? Warum sind einige dafür empfänglich und andere wiederum nicht? Was sind da die Faktoren? Welche Methoden werden angewandt? Wird auch gezielt? Kommen hier quasi Techniken zum Einsatz, die in der Breite und Weite nicht so bekannt sind. Was meinst du? Also erstmal würde ich sagen, dass wir alle natürlich auch nicht alle gleich sind, sondern Menschen sind auch unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die vielleicht aus, ja, wir müssen einfach dann Reinkarnation ins Spiel bringen, aus früheren Leben vielleicht schon einfach mehr Erfahrungen haben und vielleicht schon gemerkt haben, wohin der Hase läuft, während andere vielleicht noch blauäugiger sind. Also die Menschen sind da schon unterschiedlicher. Und natürlich diejenigen, die uns kontrollieren wollen, die kennen eigentlich die menschliche Psyche ziemlich gut. Und in gewisser Weise funktioniert der Mensch auch durchaus berechenbar. Allerdings derjenige, der sich wirklich dessen bewusst ist, was er ist, nämlich eben, dass er ein geistiges Wesen ist hier in einer
in einer physischen Welt, der ist am schwersten zu vorauszusehen, was er macht, oder zu berechnen oder zu kontrollieren. Also diese ganzen Mind-Control-Sachen, die haben ja, da kann man ja weit zurückgehen, da versuchen welche eben, wie weit kann man einen Menschen wirklich kontrollieren? Kann man einen Menschen dazu bringen, dass er jemand anderen umbringt, im Auftrag sozusagen? Also man, ne, diesen Manchurian Candidate, den man, da klingelt das Telefon, man sagt irgendein Schlüsselwort und dann geht er los und erschießt den Präsidenten. Die Frage war immer, schafft man das? Man kann schon mit einigen Methoden, dazu gehören Schmerzen, Drogen und alle möglichen Beeinflussungen. Und wenn man Menschen wirklich von klein auf, du hast die Kindheit angesprochen, also die sagen auch, am ehesten, am besten sind die Chancen, so einen Manchurian Candidate zu erschaffen, wenn man wirklich von Geburt an so jemanden in die Finger kriegt und den von klein auf quasi programmieren kann, dass der auf bestimmte Arten reagiert. Aber auch Sie wissen, letztlich ist ein Mensch nicht absolut hundertprozentig zu kontrollieren. Der freie Wille ist immer da und auch so jemand, der wirklich so programmiert ist bis unter die Haarspitzen, kann irgendwann auf einmal ganz anders reagieren, als man, als die das erwarten. Also die wissen auch, diese Mind-Control-Experten, man kann niemanden hundertprozentig kontrollieren. Man kann ziemlich weit kommen, jemand, das 90% Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass der das macht, was ihm gesagt wird, aber es ist immer ein Risiko, weil die Menschen, und da würde ich jetzt wirklich auf eine spirituelle Schiene gehen, einfach von der Schöpfung, vom Schöpfer, den freien Willen bekommen haben, und der lässt sich nicht kontrollieren. Man kann, wie gesagt, viele Tricks anwenden, um jemanden zu manipulieren und zu kontrollieren. Und das wird gemacht und das wird im Einzelnen gemacht und es wird im Globalen gemacht und es wird sehr geschickt gemacht. Also die Leute kennen schon, wie gesagt, die Psyche des Menschen ziemlich genau und wissen, wie die Menschen reagieren. Nur mein Eindruck ist, in letzter Zeit reagieren die Menschen nicht mehr so vorhersehbar. Also früher, ich sag mal vor 50 Jahren oder 100 Jahren, da hat man eben Kriege geführt, ganz vorhersehbar, da hat man Kriegspropaganda gemacht, gesagt, die anderen, das sind die Bösen, wir sind die Guten, wir müssen die jetzt bekämpfen. Dann haben alle gesagt, ja, hurra, wir müssen in den Krieg ziehen und jeder ist begeistert in den Krieg gezogen. Das war früher so. Heute kann man das eigentlich so nicht mehr verkaufen, weil die Menschen schon irgendwie das hinterfragen und sagen, wieso sind die anderen jetzt die Bösen? Sollen die Russen die Bösen sein oder keine Ahnung wer? Oder die hinterfragen das. Wir haben also heute eine Phase der Menschheitsentwicklung, würde ich sagen, das ist meine Vermutung, ich weiß nicht, ob es absolut so ist, aber wo die Menschen aufwachen und dann eben nicht mehr so zu kontrollieren sind und auch wenn sie dieses Stockholm-Syndrom haben, vielleicht dann auf einmal merken, Moment mal, irgendwie werden wir hier verarscht und wir müssen irgendwie sehen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen, sonst sind wir am Ende wirklich am Arsch. Ja, ganz einfach ist ein Mensch sicher nicht zu manipulieren. Das bedarf einer extremen Konditionierung. So hat ja MK Ultra zum Beispiel jetzt schon mal angesprochen. Da wird ja viel mit LSD experimentiert. Und da gibt es ja den Fall von der Betty Hurst oder Hurst, wie die geheißen hat. Die ist ja von einem reichen Wirtschaftler ist die ja entführt worden und dann haben die ja Geld erpresst von ihr, von ihrem Vater. Und dann haben sie das wie auf Robin Hood-Manier unter den armen Menschen verteilt und haben damit Essen gekauft, ja. Und da berichtet ja die Betty Hurst, dass sie auch unter LSD gestellt wurde. Nur, wenn ich mir die Geschichte ganz genau anschaue, hört sich das für mich an wie so eine Robin Hood-Geschichte, ja. Ich glaube, dass diese Frau dann sich LSD bekommen hat, aber das nicht so gelaufen ist wie bei MK Ultra, sondern eine Erleuchtung bekommen hatte. Sie hatte das gute, behütete Leben erlebt, hat vielleicht gar nicht gedacht, dass es Menschen gibt, die schlecht aufwachsen und hat sich dann eben diesen Entführern doch angeschlossen und wurde dann mit verurteilt, mit eingesperrt. Und wenn dann solche Konditionierungen nicht funktionieren, dann gibt es ja dann solche andere Syndromnamen. Dazu hat zum Beispiel auch gesagt, ja, wenn eine Geisel nervt zum Beispiel, ja, dann legt man sie einfach um, wenn sie nicht in Stockholm-Syndrom verfällt. Da spricht man dann von London-Syndrom.
Oder noch schräger ist ja das Lima-Syndrom, möchte ich vielleicht noch erwähnen. Da fangen dann die Geiselnehmer mit den Geiseln an zu sympathisieren. Das war in der japanischen Botschaft, wurden dort Geiseln genommen. Und da ging es dann genau gegenteilig um. Also es hängt immer davon ab, zu welchem Zeitpunkt kommt welcher Mensch zu welchem Ort hin, welche Vorgeschichte hat der. Aber wirklich zu manipulieren, der bedarf es einer großen Konditionierung oder schlechten Lebenserfahrung. Generationsbedingt vielleicht auch in manchen Fällen, ne? Hier auch Professor Dr. Mausfeld hatte da auch einen schönen Begriff reingeworfen, und zwar Soft Power auf die Gesellschaft übergreifend, ne? Was sich wirklich auch politisch angeeignet wird und genutzt wird, um halt das Herrschaftsmonopol zu verwalten. Habt ihr mal was davon gehört oder könnte man das durchaus auch mit in die Beziehung reindenken? Ja, kann ich jetzt nicht so direkt drauf rausgeben, aber ja, weiß ich nicht. Im Moment weiß ich nicht, was ich dazu Also sagen. quasi frühe Traumatisierungen, die natürlich auch eine gewisse, also wie auch CryptoTV oder auch du eben eingangs erwähntest, dass es eine gewisse eine Form geschaffen wird. Und wir wissen auch aus dem Mind-Control-Bereich, dass es natürlich auch Menschen herausgesucht werden, die jetzt für gewisse Operationen vorgesehen werden, die in dem Fall auch mit einer gewissen Ziehfähigkeit auf die Welt kommen auch oder auch schon im Mutterleib konditioniert werden, auf die, Entschuldigung, der Ausdruck, aber auf die Masse gesehen. Warum sind so viele Menschen, das frage ich mich immer wieder, also Menschen, die wählen gehen und die wirklich auch glauben, dass sie durch ihre Stimme etwas verändern könnten, die selbst nicht aktiv werden. Ist das auch eine Form von einem Bruch, der sich in der Kindheit irgendwie manifestiert hat, oder liegen da noch ganz andere Methoden oder Faktoren, die dies begünstigen, dass also eine gewisse Elite oder auch eine, ja, eine Herrschaftskaste, die Macht so lange über uns walten konnte? Wie empfindet ihr das? Ja, ich denke, das hat natürlich schon in der Kindheit, da wird sehr vieles angelegt und deswegen ist natürlich auch das Schulsystem und Bildungssystem sehr, sehr wichtig und wir erleben eigentlich immer mehr heute, dass wir ein Schulsystem haben, wo es mehr darum geht, auswendig zu lernen und die Dagmar Leuponer hat ja sich sehr intensiv damit befasst und kann das sehr schön darstellen, wo Schüler quasi, da gibt es die Kapitänsfrage, wo dann, ich weiß, gefragt wird, auf einem Schiff sind 22 Schafe und 43 Ziegen und wie alt ist der Kapitän? Und Schüler dann, die quasi in diesem Schulsystem gut funktionieren, die rechnen dann irgendwas aus und sagen so, ich weiß jetzt nicht, was da rauskommt, aber die versuchen dann irgendwas rauszurechnen, obwohl die Frage überhaupt keinen Sinn ergibt, ne? Also es wird da schon nicht mehr das eigenständige Denken angelegt, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ganze Schulsystem ist dazu angelegt, dass man eben auswendig lernt und dass man das hinnimmt, was einem gesagt wird und das gut wiedergeben kann, dann kriegt man gute Noten. Während jemand, der wirklich kritisch denkt und jetzt nicht alles übernimmt, was der Lehrer sagt, der kriegt dann eher schlechte Noten und wird vielleicht rausfliegen. Und heute geht es ja immer weiter zurück, dass man vor der Schule dann in der Kita man möglichst schon ganz, ganz früh aus der Familie rausgerissen wird und ganz viele Dinge, Prozesse, die so in den ersten Lebensjahren angelegt werden, die in einer natürlichen Familie, wo so Phasen sind, wo erstmal das Kind, ja, erstmal so das Unterscheiden lernt von sich selber und den Eltern und dann Papa, Mama und dann nachäfft und dann, also so verschiedene Phasen in der Entwicklung und die sind halt ganz, ganz wichtig. Und die kann man auch nicht überspringen, aber das wird eben heute gemacht, indem man eben ganz früh die Kinder wegnimmt und dann diese Entwicklungsphasen gar nicht mehr durchgemacht werden. Und solche Kinder sind dann viel leichter zu kontrollieren, weil die eben ja nicht gelernt haben, selbstständig zu denken und auch so Bindungsfähigkeiten und auch diese Loyalität den Eltern gegenüber, weil die in einem normalen Umfeld halt so erstmal natürlich auch das Kind schützen und sich das und das Kind auch weiß, die Eltern, ja, die wissen, also die wissen sehr viel mehr, ich kann die fragen und das eben erlebt hat. Und wenn die Kinder das nicht erleben, dann
und erleben quasi im Kindergarten nur, wie sie unter Gleichaltrigen sind, aber dann nachher dann auch das Problem haben, dass sie nicht denken, dass Erwachsene vielleicht was wissen und man die mal fragen kann, wenn man was nicht weiß, weil die das nicht erfahren haben. Das sind also sehr bedenkliche Dinge, der jetzt sehr kurz zusammengefasst, die in diesem ganzen System, in dem wir leben, immer schlimmer werden, dass eben immer früher diese Entwicklungen unterbrochen werden. Und das ist eine Absicht. Also ich glaube, das ist kein Zufall, sondern bestimmte Kräfte wollen eben, dass die Kinder sehr leicht manipulierbar sind, dass sie nicht selber denken, dass sie früh aus diesen Entwicklungen rausgenommen werden und im Schulsystem eben benotet werden, auswendig lernen und funktionieren. Und ja, die Dagmar Neubrand hatte ja zwei Kinder, die nicht zur Schule gegangen sind. Der eine hat ja kürzlich auch das Abitur gemacht, also ohne dass er zur Schule gegangen ist. Der hat also innerhalb von ein paar Monaten im Grunde das ganze Wissen, was er für das Abitur brauchte, hat er innerhalb von ein paar Monaten nachgeholt. Also man bräuchte gar nicht diese paar Jahre Schule, sondern könnte eigentlich ganz anders lernen. Und es gibt auch andere Schulbeispiele. Aber dieses System ist natürlich gewollt und die Menschen, die so konditioniert sind von klein auf, die denken eben nicht selber. Die gucken heute Abend Fernsehen und dann ist da ein Terroranschlag und dann sagen, oh, ist ja schlimm und dann müssen wir ja, brauchen wir mehr Überwachung, mehr Sicherheit und so weiter. Die sind also im Grunde vorhersehbar in ihrer Entwicklung und die Mächtigen, die nutzen im Grunde diese Menschen, weil die so reagieren. Da wird irgendwie dann etwas, ein Problem in die Welt gesetzt, eben Terroranschlag oder irgendwas anderes oder ein Virus oder eine Ebola oder SARS oder Vogelgrippe oder was auch immer. Und dann wird als Lösung angeboten, ja, wir müssen jetzt impfen oder wir brauchen ja Polizei. Und dann sagen alle, die jetzt so funktionieren, ja, genau. Ne? Also nehmen die Lösungen sofort an, weil sie eben nicht selber drüber nachdenken und kritisch denken und dann. Aber das ist eben heute, dass es immer mehr Menschen auch gibt, die trotz dieser ganzen Indoktrinationen selbstständig denken und Dinge hinterfragen. Und das ist meines Erachtens das Schöne, dass eben trotz dieser Schulsysteme viele junge Menschen auch da sind, die ja ein Bewusstsein vielleicht haben, wo sie sich auch noch anbinden können an das kosmische Bewusstsein und diese Dinge auch heute nicht einfach so schlucken. Gott sei Dank. Also der Mensch ist eben nicht so einfach zu kontrollieren. Man versucht es eben mit allen Methoden und es gelingt auch zu einem gewissen Teil. Aber wie gesagt, der freie Wille und das freie Denken der Menschen, das ist eben dann nicht zu kontrollieren. Und das müssen wir eigentlich fördern. Und das machen wir ja bei BewusstTV, ihr macht es und so weiter. Alle, wir wollen ja dazu beitragen, dass die Menschen selbstständig denken lernen. Wir wollen ja nicht sagen, da plappert uns nach, was wir sagen. Also ich sage es so, ich gehe bei euch auch davon aus, sondern wir wollen die Menschen ja aufwecken, kritisch zu denken und diese Dinge zu erkennen, damit sie eben nicht von den Geiselnehmern nachher erschossen werden und weil sie alles mitgemacht haben, sondern dass sie vielleicht flexibler reagieren auf diese Situation und eben nicht das Stockholm-Syndrom haben, sondern das überwinden können. Ich denke auch, dass das ist, wie die Linie gefragt hat, ob das ein gesellschaftliches oder Generationenproblem ist. Jede Generation hat seine Eigenheiten, ja. Sagen wir mal, die Kindergeneration, die was noch unreif ist, noch keine Lebenserfahrung haben, da kann ich von mir ein eigenes Beispiel geben, wie ich so in der Volksschule war, also in den ersten oder zweiten Jahresklasse. Da war ich sehr auf Klassik versessen, auf die klassische Musik, ja, und das Pop und so hat mich überhaupt nicht interessiert. Und wie ich dann in die Schule gekommen bin, Musikunterricht und so weiter und so fort, bin ich ja sehr gehänselt worden. Verarscht und so weiter und so fort, ja. Bis ich dann selbst mal angefangen habe, dann ja auch meine Musik, die ich geliebt habe, zu verleugnen, ja. Ich habe sie dann sogar wirklich teilweise oft schlecht gemacht, damit ich nicht außen vorstehe. Das sind ja die Kindergenerationen. Aber wenn ich dann an meine Omi denke, das ist die ältere Generation. Meine Omi ist aus einem Jahrgang, da war die Rolle der Frau der Herd und der Hof und darüber hinaus ging nichts.
Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Mutter mir dann erzählt hat, wie meine Omi sich geweigert hatte, die erste elektrische Waschmaschine anzunehmen, weil sie gedacht hat, es kann Maschinen und so können doch nicht meine Arbeit ersetzen. Ich bin für das Heim zuständig und da kommt keiner drüber hinweg. Da sieht man schon wieder die Indoktrination, dass die Frau nicht mehr sein kann als wie eine Putzhilfe, ja. Und wenn dann aber einer sehr behütet aufwächst, in guten Gedanken, guten Eltern und dann erwachsen wird, dann schlägt aber diese Indoktrination oder diese Gehirnwäsche sehr, sehr schwer an. Weil als Kind konntest du, kann man einen benachteiligen oder also verdrehen, aber als Erwachsener dann nicht mehr so leicht. Und Sicher, darum ja. ist es sicher sehr verschieden. Ja, darf ich da gerade anführen, also, oder ansetzen? Das fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, so aus der Schulzeit mit der Musik. Ich kenne das eben auch, wenn man eben jung ist und sehr unsicher, aus welchen Gründen auch immer. Das ist bei mir eben auch im Elternhaus angelegt, weil die Eltern eben auch einen nicht so angenommen haben. Das will ich jetzt gar nicht monieren oder so, sondern es ist einfach meine Erkenntnis nach fast 60 Jahren Leben hier. Aber dass man dann so unsicher ist, dass man sich dann an anderen orientiert, und ich weiß dann eben auch, dass ich mir wirklich abgeguckt habe bei den anderen, ja, wie verhalten die sich, und dann nachgemacht habe und versucht habe, da eben auch so zu sein wie die coolen Jungs. Und heute hinterfrage ich das natürlich alles, aber es ist natürlich erstmal so ein Prozess, dass man, wenn man selber nicht in seiner eigenen Kraft ist und eben nicht so aufgewachsen ist, und das ist eben in dieser Welt auch schwierig, weil den Kindern ja nicht gesagt wird, ihr seid großartig, ihr seid vielleicht irgendwie jetzt hier inkarniert aus, vielleicht kommt ihr von anderen Planeten oder was auch immer, und wenn ihr irgendwas wahrnehmt, dann wird das unterstützt, sondern wird gesagt, nein, ihr müsst, das ist ja alles Quatsch, was ihr da erzählt, ihr geht ja zur Schule und dann lernt ihr was und so weiter. Das heißt, in dieser Welt wird man erstmal klein gemacht und unsicher gemacht, und ja, das soll eben dazu führen, dass man funktioniert wie vorhergesehen, aber früher oder später, bei den meisten hoffentlich, kommt dann eben doch das eigene Selbst wieder zum Vorschein, dass man sagt, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Und es hat, wir haben heute eine Welt, wo sehr vieles mit Nachahmung und mit Konkurrenz auch, aber weißt du, also die ganzen Castingshows heute, ne, wo kleine Kinder schon davon träumen, irgendwie Supermodel oder sonst was zu werden, und sich dann als Kinder schon Schönheitsoperationen machen lassen, das ist Wahnsinn, ne? Also, aber das ist eben so dieses Aufwachsen mit der eigenen Unsicherheit und sich vergleichen mit anderen und irgendwie in Konkurrenz und da bestehen zu wollen, und eigentlich nicht, dass jedes Kind so gefördert wird, als einzigartiges, wunderbares Wesen angenommen wird. Das machen ja schon auch andererseits heute auch viele Eltern, die eben schon ein bisschen weiter sind, dass sie ihre Kinder nicht mehr so erziehen, dass sie klein gemacht werden, sondern wirklich positiv annehmen. Ich habe das nicht so gehabt. Das ist einfach so, und das ist ja auch so ein, glaube ich, so eine Generation nach dem Krieg, ne? Da haben die gelernt, dass die Kinder halt eben auch nicht so verweichlicht werden sollen, und dass sie, ja, dass man hart werden muss als Mann sowieso und so weiter. Also das sind so viele Einflüsse und Manipulationen in der Entwicklung eines Menschen. Und wir kommen, das ist so ein weites Feld, aber letztlich sind es immer wieder so Mind-Control-Sachen, die alle damit zu tun haben, mit dem Zustand, den wir heute haben. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, egal wie sehr wir manipuliert wurden von klein auf, da ist es natürlich sehr, sehr schwer, aber trotzdem können wir das überwinden. Und wenn wir uns besinnen darauf, dass wir eigentlich einzigartige geistige Wesen sind, und jeder von uns, jeder Einzelne, der jetzt zuhört, der soll nicht sagen, oh, die da vorne, die sind im Radio toll, sondern jeder Einzelne ist einzigartig und hat eine spezielle, ja, einen Plan vielleicht für die Inkarnation oder was er sich vorgenommen hat, oder spezielle Eigenschaften und Fähigkeiten und Talente. Man hat eben vielleicht immer gesagt, ja, mach eine Banklehre oder du musst das und das lernen, du musst funktionieren. Das heißt, man hat den Menschen das aberzogen. Aber wir kommen immer wieder darauf zurück, dass die Menschen trotz aller Manipulation eben sich befreien können davon
Und das ist eben mein Wunsch. Und wir können alle nur dazu beitragen, dass wir die Menschen auch auffordern zu erkennen, dass sie manipuliert werden und dass sie ihr eigenes Potenzial erkennen. Und dann sind sie eben nicht mehr zu manipulieren und dann sympathisieren sie nicht mehr mit den Geiselnehmern, sondern dann sympathisieren sie erstmal mit sich selber und ihren Nächsten. Joe, warum ist die richtige Welt so falsch? Das ist erstmal eine Frage, ne, weil wir nehmen ja alles an, das ist die richtige Welt. Wir haben heute ganz kurz gesprochen, Joe, ne, der Sommer war nicht so doll, ne, das Licht war so wenig und solche Dinge. Und ich habe dir gesagt, Ursprung, also Ursache-Wirkung, ist ja letztendlich auch, wie wir in dieser Welt groß werden, mit welchen Bausteinen wir uns lebensmittelmäßig versorgen dürfen. Alle tragen Sonnenbrillen, weniger Sonnenlicht. Dann gibt es die Chemtrails, die mit Sicherheit bewiesen worden sind. Da braucht man gar nicht drum reden. Dann haben wir immer mehr Giftstoffe in den Lebensbausteinen drin. Das beeinträchtigt uns ja auch. Aber warum ist dann diese richtige Welt, in der wir annehmen, sie ist so richtig so falsch? Naja, ich würde sagen, wir haben es ja mitgemacht. Im Grunde müsste man sehr viel weiter zurückgehen in die Menschheitsentwicklung und sich dann fragen, ja, was sind das für Manipulatoren überhaupt, die die Welt kontrollieren wollen und die Menschen kontrollieren wollen, wenn die Menschen quasi wirklich eingebettet sind in Liebe und in eine Schöpfung, in der alles funktioniert, dann kämen sie gar nicht auf die Idee, jetzt Macht über andere auszuüben. Also mir könntest du sagen, ich gebe dir die Macht über die Welt oder über Österreich oder über Deutschland oder was auch immer da wird, oder ganz viel Geld oder ganz viel Macht eben, würde ich sagen, das interessiert mich gar nicht. Ich will gar nicht Macht über andere. Ich will einfach mich leben und ausdrücken können. Und ich wünsche das anderen auch, dass sie selbstständig leben und nicht das Leben, was mein Leben leben oder was ich vielleicht jetzt ideal finde. Aber da müssen wir eben sehr weit zurückgucken. Ich glaube eben, wir leben eigentlich in einer Schöpfung, die voller Liebe ist und voller Licht ist, aber es ist eben auch durch den freien Willen, auch die Möglichkeit, dass wir uns dafür entscheiden, das Licht zu leugnen, die Schöpfung zu leugnen, den Schöpfer zu leugnen und zu sagen, ah, wir können alles besser machen. Und da können wir ganz weit zurückgehen bis zu, weiß ich nicht, Luzifer, Rebellion oder wie man das möchten, dass der schönste Engel sozusagen gesagt hat, ah, Gott ist scheiße und ich kann das besser und ich, ne? Also, dass wir diesen freien Willen letztlich haben und den missbraucht haben, irgendwie auch, um uns über die Schöpfung zu stellen. Und dass über diese ganzen Methoden, über die wir zu Anfang auch schon gesprochen haben, über die Verlockungen und diese Erpressung und die psychologische Manipulation, das Mind Control, dass wir das erstmal mitgemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es immer eine Freiwilligkeit bedarf. Und das erkennen wir, glaube ich, auch bei ganz vielen Dingen, dass wir letztlich eigentlich immer ja, irgendwie auf eine gewisse Weise zustimmen. Und dass wir das als Menschheit vielleicht gemacht haben, dass wir also Wesenheiten vielleicht hier reingelassen haben und haben so, gesagt, ja, die kommen woanders her, die haben vielleicht nicht diese Liebe, aber wir schaffen das sozusagen mit dem Motto und haben das zugelassen und die haben uns dann über all diese Tricks, Verlockungen und so weiter irgendwie, das ist wie die Schlange und in der Bibel und im Garten Eden, diese Verlockungen. Und wir haben es im Grunde mitgemacht und die Welt, die wir heute haben, ist wahrscheinlich eben in gewisser Weise eine Folge dessen, was wir haben mit uns machen lassen. Und das ganze System, über Chemtrails reden, da sind eben Piloten, die fliegen diese Chemtrail-Flieger. Und denen sagt man ja auch, ja, ihr macht was Gutes, sonst würden sie es ja nicht machen. Also die verdienen viel Geld. Und dann sagt man aber, pass auf, das ist gegen den Klimawandel. Also das ist ihr macht wirklich was Gutes. Und so wird eigentlich das ganze System einerseits als gut verkauft, also alles Schlechte wird als gut verkauft und so, und wenn dann die Menschen aufwachen, dann sagt man, pass auf, du willst ja auch weiter Geld verdienen, du hast ja gerade ein Haus gekauft und wenn du jetzt hier nicht weitermachst, ist der Kredit weg und so weiter. Das heißt, das sind so diese Phasen,
Also wir haben es mitgemacht, wir haben jetzt diese Phase, wo wir merken, hoppla, da haben wir uns auf was eingelassen. Wenn das so weitergeht, dann das ist übel. Jetzt ist natürlich jeder Einzelne sagt dann, ja, ich kann die Chemtrails nicht beenden und so. Aber ich denke, in dieser Phase wachen eben auch die Menschen im System auf, ob das Polizeibeamte sind oder Soldaten oder Leute im Finanzamt. Und man hört das ganz viel, dass Leute da auch aufwachen und sagen, Mensch, was ich hier mache, das ist ja. Macht mir eigentlich auch keinen richtigen Spaß mehr, ob es bei der Polizei ist, ne, dass die, was weiß ich, die einen Leute ganz scharf anfassen müssen und die anderen, die lassen sie laufen, obwohl die viel schlimmere Verbrechen begangen haben, weil das von oben so gesagt wird. Da sind ganz viele unzufrieden. Und diejenigen, die alles kontrollieren wollen, die können das eben nicht, wenn die Menschen nicht mitmachen. Also es können nicht einige, ganz wenige, zig Milliarden oder 6 oder 7 Milliarden Menschen in Handschellen legen. Das geht nicht. Sie brauchen dafür eben auch, dass die Menschen mitmachen. Und wir haben, wie gesagt, über wer weiß wie lange der Menschheitsentwicklung haben wir diese Dinge irgendwie mitgemacht und wir sind heute, diese Welt ist so in gewisser Weise, weil wir es in gewisser Weise wohl zugelassen haben und mitgemacht haben. Und zu bequem waren zu sagen, ach, wir haben immer gedacht, es wird schon irgendwie gut sein und wenn die anderen was machen, dann kann es so schlimm nicht sein. Und jetzt merken wir eben, ja, es ist eigentlich doch nicht in Ordnung. Wir müssen wirklich was ändern. Und das geht aber eben bei jedem Einzelnen und das passiert. Also das ist meine Hoffnung, dass eben auch die ganzen im System, die ja letztlich dass die Kontrolle durchsetzen müssen, merken, wohin der Hase läuft, irgendwann früher oder später, sind immer noch genügend offenbar, die das mitmachen und die in dem System auch funktionieren. Aber ich glaube, das bröckelt alles. Ja, merkwürdigerweise bin ich da auch so zuversichtlich wie du, Joe. Ich denke, es ist auch eine gewisse Achtsamkeit und ein gewisser Umgang mit seinen Erfahrungen, der da hineinwirkt. Und es macht mir persönlich auch irgendwo keine Angst mehr. Und das ist irgendwas, was sich jetzt auch ausbreitet, was wahrgenommen wird, was registriert wird irgendwie auch. Und ich denke auch, es müssen nicht immer alle sein. Es sind dann die wenigen, die dann einen Stein ins Rollen bringen und ja, es breitet sich aus. Jetzt ist die Frage natürlich noch, wir sind noch nicht aus dem Gröbsten hinaus und es kann sicherlich auch sein, also Gerald Hüther sagt immer, das Dilemma ist sozusagen die Lösung. Und ich denke, es spitzt sich da etwas zu, ob das jetzt harmonisch abläuft oder so, das mag ich gar nicht prognostizieren, aber ich habe da doch eigentlich einen ganz guten, ja, einen ganz guten Eindruck auf das, was auf uns zukommt. Zumal wir ja auch in einer gewissen Wahrnehmung sind der Selbstverantwortung. Also wir wollen Selbstverantwortung übernehmen. Ja, das. Ja, Roman, ich lasse dich, glaube ich, gar nicht zu Wort kommen. Das ist gar nicht meine Absicht. Das ist ja eigentlich, wenn ich das hier lese, hauptsächlich die Sendung mit dir. Ich wollte auch gar nicht so lange machen. Also vielleicht. Nee, das ist nicht so. Sprich nur, sprich nur. Ja, jetzt bin ich raus. Aber du wolltest auch was sagen. Ich lasse dich mal vor. Ja, nein, ich wollte auch nur einfach sagen, dass ich es mittlerweile auch schon positiver sehe. Wir sind jetzt alle in einem großen Aufwachprozess und das können wir auch nur dankenswerterweise den Menschen zugute führen, die uns gewisse Sachen schlecht vorgelebt haben. Der Joe hat ja zum Beispiel sehr viele Stichworte über das Kaufverhalten auch gegeben. Wie konnte es so weit kommen heute, dass wir solche schlechte Kaufentscheidungen treffen? Ja? Früher gab es ja viele gute kleine Krämerladen, die haben sehr nachhaltige Nahrungsmittel verkauft. Und später sagte man dann, ja, wir müssen größere Geschäfte bauen, die Städte werden größer. Und so hatten wir dann diesen großen Wirtschaftstreibenden die Tür und Angeln offen gehalten für diese Füllmittel, die dann keine Nahrungsmittel mehr waren, ja. Und auch mit der Kleidung, ja, sie muss jetzt eine Marke sein, sie muss teuer sein, ganz egal, ob sie obsolet ist, also schnell kaputt wird, ja. Und
Jetzt, gerade mit der Nahrung sieht man jetzt auch an mir selber, habe ich es mitbekommen, wie es sich zum Beispiel mir bei den Zähnen ausgewirkt hat. Ja, ich habe viel Mist gegessen, bin erst später sehr bewusst mit der Nahrung geworden. Aber auch nur durch schlechte Erfahrung bin ich dann zur bewussten Ernährungsweise gekommen, weil mir dann die Zähne ausgefallen sind. Ja, und dieser Bewusstwerdungsprozess, der findet wirklich jetzt schon in einer großen Gesellschaft statt. Von Jahr zu Jahr kann ich mit immer mehr Menschen jetzt über gewisse Gegebenheiten sprechen, was so alles falsch bei uns bis jetzt lief. Aber nicht nur das, sondern man will jetzt auch über Lösungen sprechen. Und so haben wir gedacht, haben wir uns mit den schlechten Nahrungsmitteln, sprechen ja über dieses Stockholm-Syndrom in gewissen Sinne, und es gibt so viele andere Syndrome. Das mit dem Kaufverhalten zum Beispiel noch, da möchte ich jetzt noch einen Schlussstrich ziehen. Das nennt man ja zum Beispiel das Post-Purchase-Rationalization, also auch das Buyer-Stockholm-Syndrom bekannt. Zu Deutsch sagt man da das Käufer-Stockholm-Syndrom. Joe, wie siehst du da die Lage von diesen obsoleten Waren, die wir und auch diese obsolete Nahrungsmitteln, das ist doch alles auch jetzt schon von aufsteigenden Ast mit der bewussten Ernährung, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, wir haben natürlich, weißt du, in der Gutmütigkeit, die ja auch menschlich ist und verständlich ist, haben wir das ja eben, haben wir angenommen, dass diejenigen, die Lebensmittel machen, dass die schon gute Lebensmittel uns anbieten werden. Ne? Also so im Kleinen, du hast es ja gesagt, früher so die kleinen Läden und so, die werden ja gar nicht da auf die Idee gekommen, jetzt da irgendwelche giftigen Substanzen da jetzt ins Essen zu tun. Und der normale Bauer, der so ja natürlich anbaut, der käme auch nicht auf die Idee. Aber durch diese ganze Entwicklung, dass eben immer größere Firmen das kontrollieren und dann wird gesagt, ja, ihr müsst größere Erträge und dann muss mehr gesprüht werden und dann muss dies gemacht werden und nachher haben wir eben so viele Gifte in der Nahrung und in vielen anderen Dingen und die Kleidung, ja, diese ist heute, wie du sagst, teilweise ist es teuer wegen den Markennamen, aber die Klamotten haben teilweise eine ganz miese Qualität und das, was heute modisch ist, das ist ja manchmal wirklich, wie früher die Bettler rumgelaufen sind, um das mal ganz überspitzt zu sagen. Also wir haben vieles mit uns machen lassen und wir haben auch immer angenommen, ja, die Politiker, die würden sich ja darum kümmern. Ein schönes Beispiel war, ich hatte den Ulrich Weiner, der ja so elektrosensibel ist in der Sendung, oder ja, der hatte einen Vortrag erzählt, dass er ja früher selber Mobilfunk verkauft hat, obwohl er eben jetzt elektrosensibel ist. Und der hat dann nochmal gesagt, er wäre ja davon ausgegangen, wenn das gefährlich wäre mit dem Mobilfunk, dann würden die Politiker uns ja davor schützen. Und das war natürlich eine naive Vorstellung, die wir alle heute hinterfragen müssen. Wir denken immer, ja, das kann ja nicht sein. Also das, da würden uns eigentlich ja die Politiker davor schützen, jetzt, dass da Gift in der Nahrung ist oder sonst was. Und leider ist es eben nicht so. Wir müssen uns wirklich selber drum kümmern. Es ist die Eigenverantwortung. Aber jetzt, es fängt ja damit an, dass wir es erkennen. Wie gesagt, vor, weiß ich nicht, wie viel Jahren da, als ich jung war, da konnte man noch wirklich, da ging ich noch zur Molkerei mit der Milchkanne und da wurde dann ein halber Liter reingefüllt. Und ja, da hat man diese ganzen Probleme, die wir heute haben, durch die Massenproduktion eben noch nicht so gehabt. Und es war eben diese Naivität und eine Zeit lang ist es nicht aufgefallen und jetzt fällt es eben auf und wir müssen uns damit befassen, wir müssen eigenverantwortlich handeln. Das kann man jetzt nicht jedem sagen, du musst jetzt so und so dich ernähren oder du darfst jetzt nur noch Bio essen oder das muss jeder selber wissen. Also ich bin überhaupt keiner, der Ansicht ist, dass man jetzt den Leuten sagt, was sie tun sollen, sondern dass jeder, der für sich erkennt, ah, das ist ja doch gar nicht alles so gut, was hier gemacht wird, dass der dann anders einkauft, hast du gesagt, Roman, ganz richtig, dass also das Kaufverhalten das verändert, aber das ist jeder, die Sache jedes Einzelnen, auf Fleischkonsum zu verzichten, finde ich absolut richtig, aber ich finde es nicht gut, wenn Leute dann einen kontrollieren und sagen, oh, ich habe gesehen, der und der, der war damals da im Dönerladen und hat Fleisch gegessen und dann darüber herzieht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir
Sowohl, obwohl wir ja eben diese Globalisierung der Welt haben, sehen wir ja, oder weil wir sie haben und auch heute die Medien haben, dass wir eben auch sehen können, wie das in Afrika ist oder in Japan, in Fukushima oder in Alaska. Also wir haben heute eigentlich sehr viel mehr Wissen über die Welt als früher, über die verschiedenen Wege. Und trotzdem müssen wir dann wieder auf die Eigenverantwortung kommen. Also jetzt zu sagen, die Globalisten, die kümmern sich darum, dass alles gesund ist und dass es uns gut geht, das ist eben nicht der Fall. Und eigentlich in einer perfekten Welt müsste man das erwarten können, dass diejenigen, die Lebensmittel erzeugen, da nichts Giftiges reinmachen und dass diejenigen, die Ärzte sind, dass die uns nicht Gifte verkaufen und dass diejenigen, na, also diese die Lehrer und so weiter, dass die den Kindern nicht das Denken aberziehen. Eigentlich müsste man das erwarten können, aber wir haben eben diese Manipulation von einigen wenigen, die das eben ausnutzen, die Gutmütigkeit und Naivität der Menschen. Das erkennen wir jetzt und da ist jeder Einzelne in seiner Bewusstseinsentwicklung gefragt und jeder Einzelne entscheidet dann vielleicht jetzt anders, aber ich würde niemandem das vorschreiben und in der globalen Welt, ich denke, ein Gedanke ist noch ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen diesem kollektiven Bewusstsein, das einige wenige vielleicht wollen und das diese Gleichmacherei, wir haben es in Science-Fiction-Filmen, so bei Star Trek ist es zum Beispiel, sind diese Borg, dieses, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber das ist schon ein Bewusstsein, dieses Hive- oder Bienenschwarm-Bewusstsein, wo quasi alle dann einem gemeinsamen Ziel folgen. Und das wurde uns ja teilweise auch politisch schmackhaft gemacht in be bestimmten politischen Entwicklungen, dass man sagt, alle Menschen sind gleich und die Menschen sind nicht alle gleich. Wir sind jeder ist einzigartig und der Unterschied eben zum Kollektiven ist, dass wir Menschen eben in dieser Schöpfung eben nicht Ameisen sind, die kollektiv jetzt oder Bienen, die einer Königin dienen, sondern wir sind individuell, jeder einzigartig und jeder muss für sich jetzt erkennen, wie er mit der Situation umgeht. Ich kann als Joe die Welt nicht verändern. Roman, du kannst es nicht, ihr könnt es nicht von Okitalk. Ihr könnt jeder für sich selber eigene Entscheidungen treffen. Aber im Gesamten passiert eben das auch so, dass sich das überträgt, dieses Bewusstsein, was wir jetzt hier ob wir es jetzt, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer wir haben, das ist auch gar nicht entscheidend, sondern dieses Bewusstsein breitet sich aus. Und dann machen immer mehr Menschen eben diese bewussten anderen neuen Entscheidungen, kaufen andere Dinge und dann verändert sich das Ganze. Und das findet im Moment statt. Man könnte eben manchmal wirklich verzweifeln, wenn man so sich alles anguckt, was so läuft in der Welt. Aber auf der anderen Seite bin ich immer wieder optimistisch, dass ich eben glaube an an das Bewusstsein, dass das sich wirklich verändert, auch wenn es teilweise eben eher übel aussieht. Wachen immer mehr Menschen auf, das haben wir schon mehrfach gesagt. Und ich glaube, das kann man überall sehen, dass man heute mit Menschen über Dinge reden kann. Da hat man vor ein paar Jahren, hätten die nur den Kopf geschüttelt. Und das findet statt. Und das ist eigentlich das Positive, auch wenn es teilweise eben noch ganz entsetzliche Entwicklungen gibt, weil eben wir lange Zeit eben nicht aufgepasst haben und naiv waren und es zugelassen haben. Und jetzt wird es wirklich so. Und jetzt pressiert es so, dass wir was machen müssen. Aber das ist vielleicht ganz in Ordnung. Das ist vielleicht auch bezogen wieder auf die Geiselnahme, auf das Stockholm-Syndrom, dass wir jetzt in der Situation sind, wo sich das alles zuspitzt. Also eine ganze Zeit lang hat man vielleicht jetzt gesagt, wir verschanzen uns hier, die Geiselnehmer halten die Polizei auf Abstand und so. Aber man spürt, irgendwo wird es jetzt eine Entscheidung geben. Also entweder stürmt jetzt die Polizei die Bank hier und es gibt Tote oder wie auch immer. Oder vielleicht gibt es eine andere Lösung. Aber man spürt, es liegt jetzt an der Luft, dass da was passiert. Das kann jetzt nicht ewig so weiter so vor sich hin plänkeln. Das geht nicht mehr.
Ja, lieber Joe, du hast Eigenverantwortlichkeit angesprochen. Wir haben Vertrauen angesprochen. Wir haben vertraut. Die Tante-Emma-Läden sind kaputt gegangen und keiner denkt sich, dass wir ja Gifte in unserem Essen haben. Ich sage Eigenverantwortlichkeit, Wissen. Wer hat das Wissen und welches ist richtiges Wissen? Und wenn wir die Welt nicht so ändern können, können wir an unseren eigenen Verantwortungsenergie, sage ich mal, anknüpfen, indem ich zumindest verstanden habe, was ich für mich gelernt habe und für mich auch entscheiden darf, was richtig und zwar falsch ist. Wir wissen, dass der Bauer der Fachmann sein sollte für die Erde. Was macht er? Der Pädagoge sollte wissen, was natürliches Lernen ist. Der Arzt sollte komplementär denken und für die Gesundung dastehen. Wir haben vertraut, der Gott in Weiß, ja, die Lehrer, ne? Und genau das ist falsch. Letztendlich. Richtig wäre, wenn wir in die Natürlichkeit wiederkommen, und du hast es ja auch selbst gesagt, du möchtest einfach wieder leben, normal Mensch sein dürfen. Ja, und was für ein Wissen bekommen wir über die Medien? Ja, und wo haben wir ein Vertrauen gehabt in unserem Leben, in unsere Regionen, in unseren Dörfern, in den Städten? Wir haben das ja alles gar nicht gewusst. Und letztendlich haben wir ein Vertrauen abgegeben und trotzdem hat man es missbraucht. Warum haben wir einen Lebensmittelkontrolleur? Der hätte eigentlich sagen müssen, hey, stopp, das ist nicht richtig. Aber die Abhängigkeit des Geldes spielt immer wieder eine Rolle. So sehe ich diesen kompletten Zusammenhang. Ja, so ist das alles entstanden. Wie gesagt, so schleichend, der Lebensmittelkontrolleur, dem man dann gesagt hat, pass mal auf, hier, guck mal nicht so genau, hier kriegst du auch mal ein bisschen was zugesteckt, ne? Und dann kannst du vielleicht deine Probleme mit deinem Hausbau lösen. Also man hat es eben mit verschiedenen Methoden gemacht und es hat eine Zeit lang so funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt fängt es an, dass wir es ändern müssen, sonst gehen wir eben in eine Zukunft, die wirklich nicht lustig ist, wo es eben diese Gleichmacherei gibt und alle Menschen, die selbstständig denken, die kommen in FEMA-Camps oder in Konzentrationslager oder wie auch immer. Das ist ja alles geplant, das ist alles da und teilweise werden ja schon Menschen weggeholt oder zumindest die Seiten gesperrt und gelöscht und so weiter. Das heißt, die Situation ist schon ziemlich eng, aber ja, wie gesagt, wenn du mich fragst, ich sehe einfach schon da das Aufwachen und Lebensmittelkontrolleur ist ein schönes Beispiel, weil das eben im Kleinen so ist. Eigentlich wollen alle Menschen was Gutes, auch die Ärzte, die wollen ja, ich glaube nicht, dass die Menschen umbringen wollen, aber sie lernen eben, das ist eben schon so raffiniert eingefädelt, dass sie eben auf Universitäten gehen, die werden gefördert von bestimmten Leuten, die eben sehr viel Geld haben, dass sie eben diese Universitäten aufbauen können. Wenn man da zurückguckt, da kann man ja gucken, wer so die ersten reichen Leute waren, die dann Universitäten aufgebaut haben und die konnten dann eben natürlich auch bestimmen, dass eben nur noch gelehrt wird, dass geheilt wird mit irgendwelchen Substanzen, die man teuer verkaufen kann, eben Pharmaindustrie, dass das ein Milliardenmarkt ist und die Ärzte eigentlich immer mehr davon wegkommen, ihre eigene Heilkraft und ihre wirkliche Liebe zu den Menschen, die sie ursprünglich wohl mal haben. Also ich gehe eigentlich bei Ärzten immer auch vom Besten aus, dass sie den Menschen helfen wollen. Aber sie haben es nicht gelernt, was die Natur alles bietet und die Selbstheilungskräfte der Menschen. Das wird an den Universitäten eben nicht mehr gelernt, sondern sie können ja noch gucken, welche Mittel bewirken dies und jenes und was für Nebenwirkungen und wie kann man das kombinieren und dann verschreiben sowas und die sind heute alle so unter Druck, dass sie innerhalb von 5 Minuten für einen Patienten dann eben entscheiden müssen, was man dem verschreibt. Das ist alles eben nicht bösartig, sondern es ist so entstanden über die Zeit. Aber ich weiß eben auch von ganz vielen, ja, die in verschiedenen Berufen arbeiten, dass sie jetzt in einer Situation sind, wo sie merken, das ist alles nicht mehr super. Ich kenne Lehrer, die ihren Beruf wirklich aus Liebe zu den Kindern, denen was beizubringen, gemacht haben und die vielleicht sogar Schuldirektoren sind und die sagen, das ist heute eigentlich alles ganz übel. Sie müssen so viele Formulare ausfüllen und sie kommen gar nicht mehr dazu, eigentlich ihre Aufgabe richtig zu machen, weil so ein Druck da ist, dass sie tausend Verwaltungsdinge zu
berücksichtigen haben und zu erledigen haben. Und sie sagen, es ist nicht, also alle Lehrer an der Schule, allen geht es ähnlich oder allen Ärzten oder wie auch immer, die unterhalten sich alle darüber, dass es so viel Druck ist, dass das Arbeiten einfach keinen Spaß mehr macht und das, was ursprünglich der Beruf war, oder Polizisten auch, dass die eben nicht mehr glücklich sind mit ihrem Beruf, obwohl sie ja ursprünglich dann auch so vielleicht edlen Idee angenommen haben. Und dass die alle sehen, es gibt auch keine Aussicht auf Besserung. Also der Schuldirektor, dass er sagt, wir sind irgendwo so, es ist nicht mehr schön, es macht keinen Spaß mehr und es gibt keine Aussicht auf Besserung. Und das denke ich, das ist heute überall so. Und dann muss sich da aber was ändern. Also man kann jetzt nicht sagen, das geht jetzt 100 Jahre so weiter, dass alle unzufrieden sind mit ihrem Beruf und da keine Lust mehr zu haben. Das wird nicht funktionieren. Da muss sich was ändern und es wird sich was ändern. Wir sind da mittendrin und das ist meine Hoffnung. Und ich, wie gesagt, ich habe nicht so ganz viel Zeit. Wenn das okay ist, würde ich mich wieder rausziehen und der Roman weiß ja auch sehr viel und wird auch sicherlich noch viel Schönes sagen dürfen. Und wenn es erlaubt ist, werde ich die Sendung gerne auch bei Bewusst TV später vielleicht dann einbinden, wenn es okay ist. Ja, natürlich, ne? Schicke ich dir gerne zu, lieber Joe. Und ich hätte eigentlich nur gedacht, dass du 20 Minuten maximal hast. Du hast über eine Stunde hier geredet. Ganz, ganz lieben Dank dir, Joe Konrad vom Bewusst TV. Ja, Dean und Roman natürlich dürften auch verabschieden. Ganz herzlichen Dank dir, Joe Konrad. Ja, tschüss, macht's gut. Alles Danke. Liebe. Danke schön, dass du hier warst. Ja, dir auch. Schönen Abend noch, macht's gut. Danke, und ich denke mir, das passt jetzt ganz genau. Wir machen jetzt nämlich auch so eine Musikpause. Und da, weil wir ja beim Stockholm-Syndrom sind, habe ich auch den Song rausgesucht vom Muse Stockholm-Syndrom. Und wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Tschüss. Ja, der kommt noch nicht, der Trailer. Ja, ihr seid ihr hier auf Okidok heute am 12. November 2017. Das Stockholm-Syndrom. Die erste Stunde hat uns Joe Konrad vom Bewusst TV begleitet. Dankeschön nochmal, Joe, und natürlich an Lean, dass ihr hier seid heute mit in der Moderation und der Roman von Krypto TV. Ja, ich habe da noch zwei Bänder vorbereitet. Da geht es einmal um Domian und da wird das Stockholm-Syndrom live in seiner Sendung damals nochmal gespiegelt, wie brutal ein Stockholm-Syndrom auch sein kann in einem aus einem Rotlichtmilieu. Ich weiß nicht, Roman, wollen wir da noch warten? Wollen wir noch ein bisschen wirken lassen vom Joe? Ach ja, ich habe es sehr gut gefunden von Joe, dass er eben gesagt hat, dass man einfach diesen vermeintlichen Peiniger auch nicht immer böse sein kann, sondern dass sie einfach nur missbildet sind. Gordon Neufelder hat viel davon gesprochen, von der Missbildung der Kinder, aber das geht ja auch bei den Ärzten weiter. Und ich würde vielleicht den Einspieler von Domian sehr gerne jetzt einmal hören. Weil Domian war ein sehr tolles Sendekonzept, schaut, dass es nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass es bald mal wieder so etwas Ähnliches gibt. Und ich habe das jetzt noch nicht gehört, was du einspielen willst, und bin schon sehr neugierig. Und Lin, deine Worte noch zum Joe? Ja, es war sehr interessant und ja, in etwa stimme ich dem Ganzen zu und ich bin mal ganz drauf gespannt, was du da jetzt noch abspielen möchtest. Ja, dann wollen wir mal den Domian rausholen. Und dieses Band geht für knapp 15 Minuten und hört einfach mal rein. Bis gleich. Bist, warst. Erzähl mal, was war geschehen? Also ich habe damals ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, habe dann mit 16 meinen damaligen Freund kennengelernt und der war halt Türsteher. Ich wusste ja nicht, was er wirklich macht. Und ja, ich habe mich so geborgen bei dem gefühlt, der war mein Held und es hat sich dann rausgestellt, irgendwann, dass er Zuhälter ist, was ich aber immer noch nicht wusste, erst wo es dann halt wirklich passiert war. Und das erste halbe Jahr lief halt ganz normal und der hat mir die Sterne vom Himmel geholt und irgendwann hat er mich halt im Puff abgesetzt und hat dann halt gesagt, ich soll jetzt da arbeiten. Ich Und konnte das natürlich nicht. Also es war halt so, dass ich, du konntest es ja, nicht und er hat dich nee. aber dazu gezwungen. Er wollte mich dazu zwingen. Also die haben mich dann halt
erst dahingesetzt und man muss ja da nackt sitzen in so FKK-Clubs. Mhm. Und ich habe mich halt so totgeschämt und so Panik gehabt, dass ich das nicht konnte. Mhm. Und dann haben die mich reingerufen und haben gesagt, ich soll mich jetzt nicht so anstellen und ich müsste das machen. Dann bin ich halt wieder rein und habe mich wieder hingesetzt und irgendwann hat mich ein Gast angesprochen. Mhm. Und dann bin ich halt auf die Toilette, habe mich übergeben, habe Durchfall bekommen, bin zusammengebrochen. Mhm. Und habe gedacht, er würde mich dann halt jetzt nach Hause bringen und wird sehen, dass es halt keinen Sinn hatte, weil mhm. ich ihn ja wirklich geliebt habe. Ja. Und habe mich stattdessen dann zu seiner Schwester gebracht. Und ja, die haben dann halt erstmal auf mich aufgepasst. Ja. Und ja, irgendwann kam er dann wieder und hat gesagt, ob ich mir jetzt anders überlegt hätte. Und ich habe halt natürlich gesagt, nein, mhm. ich mach das nicht. Und da warst du, ich halte mal fest, 16, 17 Jahre, ne? 16,5. 16,5, mhm. mhm. Und dann? Ja, und dann hat er mich halt im Keller eingesperrt. Und hat halt gesagt, ich würde so lange da drin bleiben, bis ich gefügig wäre und das halt machen würde. Gott, wie schrecklich. Hat mir kein Essen gegeben, kein Trinken. In einem Keller. Genau. Und irgendwann hat er mir halt seinen Urin hingestellt, den ich dann halt auch getrunken habe. Wie lange warst du in diesem Kellerraum gefangen? Also 3 Monate waren es so. Und dann hat er mir halt Leute runtergeschickt, die mich vergewaltigt haben. Und er hat halt gesagt, ob es mir lieber so wäre oder ob ich es lieber freiwillig machen würde. Und vor lauter Panik, dass ich vielleicht sterben könnte, habe ich dann halt, irgendwann gibt der Körper halt auch nach und dann ist einem alles egal, Hauptsache man kommt irgendwie da raus. Das ist ja erschütternd, was du mir erzählst, Manuela. Diese drei Monate in diesem Keller, wie sah dieser Kellerraum aus, in dem du leben musstest? Es war halt so ein Boden, der nur aus Stein war. Der hat mir halt eine Decke dahingelegt und ein Kissen. Mhm. Und also ein ganz normaler Steinkeller halt. Mit es gab kein Lichteinfall in diesem... Gar nichts. Gar nichts. Er hat dich mit dem Nötigsten versorgt, mit Lebensmitteln? Nee, gar nicht. Also der hat zwischendurch mal ein Stück Brot gegeben oder so, aber... aber da warst du doch gar nicht mehr bei Kräften und auch nicht, auch nicht attraktiv für seine Männer da, die dich dann vergewaltigt haben. Nee, aber das ist denen ja egal, weil die nehmen das Geld und es gibt genug kranke Leute. Mhm. Also das habe ich gelernt, wie viele kranke Leute es wirklich gibt. Gab es denn da unten eine Toilette oder eine Dusche? Nee, gar nicht. Und wie hast du das gemacht, wenn du zur Toilette musstest? Ja, also irgendwann muss man nicht mehr so wirklich auf Toilette. Also man hält erstmal natürlich komplett ein. Mhm. Und seitdem habe ich halt auch totale Schwierigkeiten mit meinem Körper überhaupt, weil ich halt nirgendwo auf die Toilette gehen kann, außer jetzt bei mir zu Hause. Ja, aber also, 3 Monate kann man nicht einhalten. Hast du dann... Er hat mir dann irgendwann einen Eimer dahingestellt und dann habe ich halt in diesen Eimer gemacht und er kam ja dann auch zwischendurch mal runter und hat das dann entsorgt oder hat irgendjemand geschickt. Also es ist ja schon immer irgendwie nach ein paar Tagen schon jemand gekommen. Ja. Drei Monate. Wann und wie kamst du oder wie kamst du dann wieder da raus? Ja, also nach 3 Monaten hat er ja, wie gesagt, gesagt, ob ich jetzt gefügig wäre und mir war ja wirklich alles egal, ich wollte nur da raus. Mhm. Und dann hat er mich halt erstmal hoch in die Wohnung genommen, mich geduscht, hat sich total rührend um mich gekümmert, so dass ich gedacht habe, er ist es wirklich, weil man überhaupt nicht mehr klar denken kann. Man klammert sich an alles, was irgendwie nur da ist. Lass mich mal kurz zwischendurch fragen, in diesen 3 Monaten hat dich niemand von deinen Freunden und Familie vermisst? Doch. Ja, doch. Also wir haben auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben und meine Eltern haben mich selbst wegen Drogen angezeigt, weil die Polizei halt gedacht hätte, es könnte ja sein, dass ich einfach so abgehauen wäre. Ach so. Mhm. Meine Eltern, weil die ja gesehen haben, ich bin ohne Portemonnaie, ohne alles weg, keine Papiere, gar nichts. So, jetzt warst du oben, jetzt hast du geduscht und hast dann was gegessen und er war nett zu dir. Wie ging es dann weiter? Ja, und dann hat er mich dann halt wieder dahin gebracht, weil ich ja dann ein braves Mädchen gewesen wäre und dann hat er mich halt wieder in diesen Club gebracht. Und dann hast du doch ich habe gearbeitet dort und habe da geschlafen. Also der hat mich dann auch nicht abgeholt oder so. Der hat das Geld halt geholt und man muss sich halt vorstellen, das ist ja wirklich so, also ich kann kein Rotlicht ertragen. Also bei mir ist wirklich so, wenn ich eine rote Ampel gesehen habe, wo ich rausgekommen bin, bin ich total amok gelaufen im Auto. Also ich bin völlig panisch geworden, weil ich alles, was mit Rot zu tun hatte, überhaupt nicht mehr ertragen konnte. Also man dreht völlig ab und ich bin Erklär mal, du kannst mit alles, was mit Rot zu tun hat, kannst du nicht ertragen, weil es in diesem Club so rot beleuchtet war, alles, oder? Ja, ja. Ach so. Ja, weil diese Liegen, wo die halt, diese ganzen Sessel, wo man halt auch was machen kann, oder diese großen Dinger, wo diese Fernseher vorstellen, die Betten, das ist ja alles rot und dann dieses Dämmerlicht, also das kann man irgendwann nicht mehr ertragen. Wie lange warst du dann in der Gefangenschaft dieses Mannes und hast dort gearbeitet?
Also insgesamt von 16, bis ich dann 20 war, und ab meinem 21. Lebensjahr habe ich dann geschafft, durch eine sogenannte Puffmutter da rauszukommen. Das ist ja alles unfassbar. Heute bist du 29 Jahre alt. Hast du diesen Mann angezeigt, nachdem du rausgekommen bist? Also ich wollte ihn anzeigen, aber gegen ihn lief ja sowieso ein Verfahren. Also die Polizei hat ihn schon lange beschattet. Mhm. Und die haben den ja auch bekommen. Und also ich habe selber nicht angezeigt. Also die haben mich, wie gesagt, ich war beim Weißen Ring und bei der Opferhilfe. Mhm. Und die haben halt gesagt, es wäre besser, wenn ich den anzeigen würde. Und die Opferhilfe war der Meinung, das müsste erstmal alles verschlüsselt bleiben, weil der wirklich hochgradig gefährlich ist. Mhm. Und ich so viel mitbekommen habe in diesen Jahren, dass ich wusste, der findet mich und der wird mich töten, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht. Mhm. Wenn ich ins Zeugenschutzprogramm gegangen wäre, hätte es mir auch nichts gebracht, weil der hätte mich gefunden. Und ich hätte halt niemanden mitnehmen können. Ich hatte gerade meine Familie wiedergefunden. Mhm. Und ich wollte einfach nur ein normales Leben führen, soweit es halt geht. Und ist dieser Mann denn dann irgendwann verurteilt worden? Er ist verurteilt worden, erst zu 9,5 Jahren Haft mit, also beziehungsweise erst zu 7 Jahren, und dann sollte nochmal ein Verfahren aufgerollt werden, dann sollten es 9,5 Jahre mit Sicherheitsverwahrung werden. Mhm. Aber die hat er nicht überlebt. Die hat er nicht überlebt? Nein. Er hat sich das Leben genommen? Nee, der ist angeblich bei einer Verhaftung tot umgefallen. Tot umgefallen? Ja. Also das ist nicht ganz geklärt, wie er ums Leben gekommen ist. Also ich weiß ja, wie gesagt, auch nicht wirklich viel jetzt im Nachhinein, seitdem ich da weg bin. Aber ich habe halt nachts schlecht geträumt und habe so ein komisches Gefühl gehabt. Und dann habe ich das halt gelesen, dass es so passiert ist. Als du gehört hast, dass der Mann, der dich so gequält hat, der dich so gequält hat, als du gehört hast, dass der tot ist, was hast du da empfunden? Ich habe bitterlich geweint und komme heute auch noch nicht damit zurecht. Also ich weiß es ja jetzt erst seit einem knappen Jahr. Ach so. Hm. Und es ist für mich, also man sieht da nicht mehr das Schlimme. Man sieht, glaube ich, nur noch das Gute, und ich bilde mir halt jetzt auch noch ein, ich würde den über alles lieben. Hm. Aber das ist ja interessant, halt, dass alle Menschen, die so etwas Dramatisches erlebt haben, ähnliche Dinge sagen. Die Frau Kampusch in... Die sagt das auch, dass sie, da merkt man ja auch, dass sie zu ihrem Peiniger nicht ein reines Hassverhältnis hatte, sondern das ist schon sehr ambivalent. Mhm. Und ich habe es hier auch schon immer wieder gehört, bei auch eher harmloseren Fällen, die für sich betrachtet auch sehr schlimm waren, aber dass man nicht so eine klare, so eine Anti-Haltung hat, sondern so wie du es gerade beschrieben hast. Manuela, als du damals dann mit Hilfe dieser Puffmutter, wie du sagtest, da rausgekommen bist, hast du nicht irre Angst gehabt, dass der dich verfolgt? Hat er ja. Also ich, wie gesagt, ich habe halt mein Handy mitgenommen. Und also man kennt das ja nur aus Filmen, dass man durch Handy irgendwelche Leute orten kann. Und ich habe halt wirklich nicht daran geglaubt, weil das war so gut eingespielt. Hm. Also die haben ja auch, der hat ja immer welche vor der Tür halt stehen lassen. Und also die haben mich ja dann in dieses Privathaus von dieser Frau gebracht, weil die Frau halt gesagt hat, ich musste da raus. Und wir konnten ja nicht aus diesem FKK-Club, ging das halt nicht. Und die hat ihm dann halt Geld geboten, dass er mit einsteigen könnte. Und dadurch hat er dann halt nachher gesagt, okay, du gehst da arbeiten. Mhm. Und sie hat mir dann halt geholfen. Sie hat dann halt in einer anderen Stadt angerufen, wo sie auch Leute hatten, die einen Beruf hatten. Und die hat halt gemeint, geh erst mal dahin. Und dann habe ich halt meine Freundin mitgenommen. Und wir sind dann halt gemeinsam abgehauen. Also wir haben uns mit Kopftuch und total verschleiert, sind wir dann abends ins Taxi eingestiegen. Bin dann halt an die Tankstelle gefahren, da hat jemand gewartet mit dem Auto, dann in das Auto, dann irgendwo zu den nächsten Rastplätzen wieder und dann halt 300 Kilometer weiter weg. Das ist ja eine unfassbare Geschichte. Diese Frau war ja dann eigentlich dein Engel. Ja, aber sie lebt auch nicht mehr. Sie lebt nicht mehr? Ist sie eines natürlichen Todes gestorben? Also meine Vermutung ist natürlich nein, aber also nachforschen kann ich natürlich auch nicht wirklich. Nun sind... gefährlich ist. Ja. Wie lebst du heute, Manuela? 8 Jahre danach? Also, ich denke jeden Tag an ihn, dummerweise. Und ich versuche halt mein Leben ganz normal zu leben, gehe arbeiten im Restaurant. Und ja. Hast du eine Beziehung? Nee, geht nicht. Also, das geht nicht. Ich. Du lebst alleine? Ja. Hast du Freunde? Ja. Die wissen auch von deinem Schicksal? Ja, jeder weiß das. Mhm. Also gut, außer jetzt auf der Arbeit oder so. Aber so Leute, die mich kennen und denen ich auch vertraue, was halt nicht so einfach ist, die wissen das schon. Also weißt du, was mich jetzt im Nachhinein fast schon erschüttert, was du gerade am Anfang, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hast. Du hast gesagt, dass du diese Sendung oft siehst und
dass, wie hast du dich ausgedrückt, dass, dass du dadurch eine Art Demut entwickelt hast, aufgrund dessen, was du hier gehört hast? Genau, weil ich mir denke, also bei mir ist halt so, ich rufe eigentlich hauptsächlich deswegen an, um den Leuten zu zeigen, dass sie, egal was sie gerade durchmachen, nicht aufgeben sollen. Und es gibt so viele Frauen, die irgendwo in irgendwelchen Berufsclubs oder wie auch immer festgehalten werden und es nicht schaffen, da rauszukommen, weil sie so eine Angst haben. Aber ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert und ich lebe noch. Ja, trotzdem er mich das, verfolgt hat, ja, den er nicht gefunden hatte. Bin ich so ergriffen von und so berührt von dem, was du erzählt hast. Und in Anbetracht deines Anfangssatzes noch mehr, weil du hast nun wirklich viel, unfassbar viel erlitten. Und ja, aber man sieht das, glaube ich, irgendwann nicht mehr so. Also wenn man das so Erschütterndes von anderen Leuten hört, dann denkt man sich, man ist nicht allein auf der Welt. Ja, natürlich, hast recht. Er geht auch mit seinem Schicksal ganz anders um. Ja. Das habe ich halt in der Therapie auch gelernt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du bist in einer Therapie, du hast eine Therapie gemacht. Ja, also ich habe die jetzt abgebrochen, weil ich halt momentan mich nicht traue, mit meiner Psychologin zu reden, weil ich ihr nicht erklären kann. Also sie hält mich jetzt nicht für verrückt, wenn ich ihr sage, dass ich ihn immer noch liebe. Aber weißt halt du, für mich, ein Psychologe halt muss mit diesem Phänomen aber nur wirklich umgehen können. Das heißt, wir normale Leute wissen ja schon von der Zeitungslektüre, dass ein Opfer, so wie du es bist, eine absonderliche Beziehung zu dem Peiniger hat. Und das darf man ja nicht bewerten. Das hängt ja mit der ganzen Geschichte zusammen. Das ist auch keine Liebe in dem Sinne, sondern es ist irgendwie eine seltsame Verstrickung, die du mit dem Täter leider hast. Das muss ein Psychologe eigentlich ordentlich bewerten können. Deswegen bin ich etwas erschüttert, dass deine Psychologe, dass das nicht richtig offensichtlich nicht funktioniert. Also ich denke schon, dass vielleicht, ich habe ja viele Anlaufstellen gehabt und es gibt ja wirklich, ich habe da auch gelernt, dass es therapeutische Einrichtungen gibt, die, wie nennt man das, also wie jetzt Zuschauer, die bei irgendeinem Unfall dabei stehen, also die da so geil drauf sind, diese Storys zu hören und einen dann auch so damit aufziehen, und dann war das halt ein männlicher Psychologe und das war dann halt total der Machtkampf. Verstehe. Weil ich mich mit dem ich konnte halt mit dem nicht. Also ich konnte nicht mit dem reden oder sonst irgendwas. Würdest dir etwas bringen, wenn ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbiete? Vielleicht in der Hoffnung, dass wir dir noch irgendeinen Tipp geben können, den du vielleicht noch nicht kennst? Könnte sein, ja. Also ich bin für alles offen, weil dann, ich bin ja froh, dass ich noch lebe und dass es mir eben einigermaßen gut geht. Dann würde ich das sehr gut finden, wenn du dich mit Peter, meinem Psychologen, jetzt gleich noch unterhalten würdest, Manuela. Ich bedanke mich von meiner Seite einmal für das ganz große Vertrauen, dass du dich hier geäußert hast, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon sehr schwer ist, wenn man so ein Schicksal hinter sich hat und das dann in aller Öffentlichkeit dann auch so erzählt. Ja, aber ich bin mir halt auch sicher, dass Leute, die also es werden Leute mitkriegen, die es also gut, die Zuhälter an sich jetzt weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass die Frauen von denen das wahrscheinlich hören würden, weil du willst Mut machen. Ja, eigentlich schon, weil es ist, also wie die einen Menschen waren, das ist nicht lebenswert, was sie machen. Ja. Liebe Manuela, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du weiterhin stabiler wirst für dein Leben und dass du dein Leben so leben wirst, wie du es möchtest. Und möchte dich bitten, aufzulegen, und dann wirst du von dem Peter, meinem Psychologen, zurückrufen. Ihr könnt in aller Ruhe nochmal weiterreden. Okay, Domian. Und viel Glück weiterhin bei deiner Sendung und mach weiter so. Ich bin mir sicher, du hilfst ganz, ganz vielen Leuten. Vielen Dank und ich wünsche dir viel Glück. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Domian. Schade, dass du aufgehört hast. Kann gar nicht nachvollziehen, warum. Er hat so viele Themen aufgesetzt. Und jetzt wieder ein Thema, heute ist Stockholm-Syndrom, und muss ganz ehrlich sagen, Domian, eigentlich solltest du wieder in die Sendereihe einsteigen. Sowas bedrückt einen, das ist wirklich eine harte Geschichte. Wir in Österreich haben ja auch die Fritsch-Geschichte und die Kampusch-Geschichte. Roman, du hast ja auch da einige Worte zu. Was hast du von dem Band für dich wahrgenommen oder auch Lien? Ja, es hat aufgezeigt, und die meisten kennen die berühmten Stockholm-Syndrome ja nur Geiselnahmen bei Banküberfällen oder eine Entführung auf Lösegelderpressung. Aber keiner bedenkt bei den Syndromen, dass überwiegend doch prostituierte Frauen darunter leiden müssen. Man muss ja mal vorstellen, wie viele solche hässlichen generell Puffs in Österreich alleine es gibt, wie viele Frauen da drinnen sind. Ja, es ist wirklich schrecklich.
was ich mich, es ist bei Natascha Kampusch, da ist ja auch wenigen bekannt, da sind ja auch Indizien, sage ich mal, Indizien ja auch da, dass er auch andere, dass die Natascha sich da auch prostituieren musste mit berühmten Politikern und so weiter, ja. Also das ist wirklich das größt verbreiteste Phänomen. Aber was ich einfach nicht verstehe, der Geist kann sehr schnell gebrochen werden, dass man halt dann Jahre später noch immer so einen Menschen lieben kann, gerade in der Prostitution. Das ist eine reinste Folter und das schlimmste Leben. Ich bin keine Frau, ich weiß nicht, ob man das auf Mann oder Frau beurteilen kann, dass man sowas verstehen kann. Ich als Mann kann es nicht verstehen. Lin, wie identifizierst du dies, dass man da so einen Mann danach nur so jahrelang lieben kann? Also du als Frau zum Beispiel. Ja, ich sehe zumindest erstmal diese Opfer-Täter-Beziehung und die sich da auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis verstrickt hat. Und ich musste auch eben ganz spontan an die Truhe denken und an die ganzen Opfer. Und man fragt sich natürlich schon, was geht in diesen Menschen, die ja auch einst Kinder gewesen sind, vor, die dann diese Machtverhältnisse ausüben. Und ja, ich sehe aber auch diese Entwicklung, die gibt es ja aber auch in gewissen Familienkreisen, also auch mit Müttern und Söhnen, ja, oder es ist, bei den Frauen fällt es halt viel mehr auf und sie denken halt oder sie assoziieren das mit etwas Guten, mit dem guten Kern eines Menschen, ja, und wie eben erwähnt, ich würde sagen, es ist schon ein Abhängigkeitsverhältnis, das sich auch irgendwo mit dem Selbstwert wahrscheinlich vermischen lässt. Und da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Und die Frage ist auch, wie lange sowas besteht und woher das kommt, ja. Und das, ob es auch irgendwie, ob man damit auch gewisse, in einer gewissen Resonanz auch bestimmte Menschengruppen auch dafür auch anzieht eben, ja. Und es ist aber bei Männern, denke ich, auch vorhanden, ja. Da gibt es dieses Phänomen ja auch. Es hat auf jeden Fall mit dem Symptom der Angst zu tun, der Abhängigkeit machen, weil wenn jemand im Nachhinein so ein Verhalten dann lebt und auch so empfindet, ist man enorm geprägt worden. Und in der Situation, wie die Frau in den Keller gesperrt worden ist, man hat es ja gehört, 3 Monate lang kaum essen, kaum trinken, Dunkelheit, dann hat es einen Eimer irgendwann bekommen. Na, und das ist Angst und das prägt. Und dann wurde sie ja mal zum Duschen rausgelassen, hat mal wieder Licht gesehen und wieder in den Keller gesperrt. Und dann ist sie irgendwann mal ins Rotlichtmilieu gekommen. Und dort hat sie dann gespürt, ja, hier habe ich ja wenigstens mehr Qualität, Abhängigkeit. Ne? Und sie war in einem Rastermuster drin, so sage ich mal. Und die Angst hat gewonnen letztendlich. Und die Angst war der die Frau so gemacht hat. Und sie spürt diese Angst nicht mehr, sondern sie sieht dann vom Gefühl her aus, eventuell, ja, das, was damals dann doch gut war, obwohl es gar nicht gut war. Sie war in einer Abhängigkeit, in einem Gefängnis, sage ich jetzt einfach mal, und hat das als normal empfunden. Und das hat einen Menschen in der Zeit enorm geprägt, so würde ich das sagen. Ja, diese Ansichtweise kann man paradoxerweise, also unverständlicherweise, fast nachvollziehen, ja. Und ja, sicher passiert das auch Männern. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich hatte ja auch mal eine Begegnung mit einer ehemaligen Prostituierten, habe mich damals in sie verliebt gehabt und hatte es dann auch sehr schwer in der Beziehung mit ihr, weil sie sehr schwer Vertrauen fassen konnte. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass Männer, die was dann in unser Leben getreten sind, rechte Schweine waren, richtig ruppig und vulgär, dass sie da immer herzlich lachen konnte, ja. Und bei Menschen, die was eigentlich eine gute Seele hatte, immer etwas zum Aussetzen hatte, dass dort die Psyche schon sehr arg gebrochen wird. Unverständlicherweise, verständlicherweise, ja. Eigenartiges Ding.
Ja, Roman, du hast es gerade jetzt noch gesagt, und nicht nur die Angst, sondern auch die Macht, ne, wie die Männer dann ruppigerweise mit den Frauen umgehen, auch wenn sie sensibel sind. Sie kommen gar nicht in ihre Natürlichkeit mehr herein. Das ist die Macht und die Angst, die dort herrscht in dem Moment. Sie fühlen sich irgendwie beschützt dann von so einem Mann, weil sie glauben, ein guter Mann, der kann das, kann in Krisenzeiten nicht das geben, was so ein Tyrann kann, oder? Ja, gut, durchaus möglich. Liebe Zuhörer, kommt einfach rauf mal in den Warteraum. Wir haben jetzt 1,5 Stunden schon und vielleicht habt ihr ja auch so ein paar Worte zu dem heutigen Abend. Wäre ganz, ganz spannend. Ja, Lin, und wenn man sowas als Frau hört, dann ist das doch schon erdrückend, wenn man sich in dieses Bild hereinsetzt. Auch die Natascha Kampusch, also wie gesagt, da ist auch noch nicht alles im Reinen, wie du das sagtest, Roman, mit den Politikern. Ja, wie das unterm Tisch gekehrt wird, die Detroit-Geschichte, Menschen sterben plötzlich. Ja, das ist jetzt in unserer Gesellschaft praktisch in den Familien passiert. Ne, praktisch, das kann irgendein Nachbar sein oder irgendein Haus auch sein, wo das passiert ist. Aber wir haben in der ersten Stunde auch die Gesellschaft auch mal reflektiert, was auch ein Stockholm-Syndrom ist letztendlich. Und es ist nicht nur in Kleinen zu sehen, sondern auch in den Großen zu sehen. Ja, das ist leider ein nicht schönes Thema. Ich sage, das ist eine erkrankte Gesellschaft, die wir haben. Und trotzdem haben wir auch eine reife Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Wissen hat. Eine Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen könnte, wenn man das Wissen auch leben darf. Potenziale, die die Menschen in sich tragen. Die Befreiung, wie Joe Conrad sagte, er möchte einfach nur, dass man einfach sein Mensch sein leben darf. Ganz normal leben darf. Ne? Auf Augenhöhe, respektvoller Umgang. Ja, das sind doch ganz, ganz wichtige Dinge. So sehe ich das, Lin oder auch Roman. Ja, bedingungsloses Mitgefühl, ja, das ist ja eben auch das, was ich sage, das ist sehr wichtig. Und dass wir Liebe oder Mitgefühl auch nicht mit Schwäche assoziieren, das ist ganz wichtig, sondern mit Stärke. Und wie gesagt, also ich berufe mich da auch auf meine Erfahrungen und ich kann sagen, dass Menschen, die das erste Mal auch damit in Kontakt kommen, ja, dass für sie erstmal befremdlich sein kann, aber das Vertrauen kann natürlich auch wieder gestärkt werden oder erst entfacht werden und das ist durchaus möglich, ja. Und ja, es ist es hängt natürlich davon ab, wo man gerade steht und wie man das alles wahrnimmt, ne? Was glaubt ihr? Sollen wir die Zuhörer mal raufholen? Oder was denkt ihr? Gerne. Hat wer Lust zu sprechen? Bitteschön. Na, dann holen wir sie mal. Wer nicht hier oben sein möchte, darf sich wieder runterklicken. Ich begrüße hier Thomas, die Hibiska, die Jenny, die Moni, die Petra und auch Shurun. Einen wunderschönen guten Abend. Ist denn von euch jemand am Mikrofon? Dann mal flackern kurz. Bin gespannt. Na, da traut sich doch da Hibiska. Einen wunderschönen guten Abend, Hibiska. Schönen guten Abend. Ja, Hibiska. Ein eigentlich schweres Thema, aber ein reales Thema ist es. Und wenn du die Frage gehört hast heute, auch die ich gestellt habe, warum ist die richtige Welt so falsch und wir behandeln das Stockholm-Syndrom? Und du hast ein bisschen später bist du reingekommen. Wie waren denn so deine Eindrücke für dich? Ja, ich kenne dieses Syndrom beschrieben, dass Menschen davon betroffen sind. Ich habe eine Freundin, die ist Bankangestellte gewesen und wurde Opfer eines Überfalles und wurde als Geisel genommen. Und sie hat dann, also sie war sehr schwer geschockt. Ich habe sie ja zum ersten Mal dann einige Wochen nachher getroffen und die hat auch ganz wirres Zeug geredet, weil sie das nicht verstanden hat, weil das so schnell kam und sie nicht wusste, was da wirklich passiert ist. Und
die Täter flüchteten dann und einer wurde, glaube ich, angeschossen und sie wurde kurzzeitig eben als Geisel genommen. Also die hat sehr lange gebraucht, dieser eine Vorgang, der vielleicht da nur eine Viertelstunde gedauert hat, die konnte dann nicht mehr arbeiten, weil sie solche Angst hatte in der Bank am Schalter. Die wurde dann schließlich, also hatte Therapie und wurde dann in Frühpension geschickt. Ich weiß, dass es das gibt und dass Menschen sehr schnell betroffen sind davon, also die Opfer. Und jetzt frage ich mich, die Täter sind für mich keine Menschen, weil, also kein Tier würde sich so verhalten. Das heißt, die sogenannten Menschen, die das tun, die sind ja weit unter dem Tier in ihrem Verhalten. Und ich erkläre mir das nur so, dass da irgendetwas passiert ist, dass die so geworden sind, dass sie sich abgespalten haben und eigentlich nichts mehr hier zu suchen haben sollten auf diesem Planeten. Aber es gibt ja so viele Wahnsinnige. Jeder, der ein Gewehr in die Hand nimmt und schießt. Und also täglich passieren so viele Ungeheuerlichkeiten. Und ich denke mir, da ist sehr viel falsch gelaufen auf diesem Planeten, dass das so ausufern konnte, dass so viele Menschen betroffen sind, eben Opfer. Und die Täter das zu verantworten haben. Und die andere Geschichte, wo ich dann immer nachdenke, ist, sind diese Opfer-Täter-Verhältnisse so gewollt? Ist es wirklich, dass die die Erfahrung brauchen? Ist das Karma? Wieso ergeben sich so fürchterliche Sachen? Ja, in Deutschland hat man heute schon gesagt, man hat überall Bewaffnungen. Ja, die Polizei ist machtlos, wird einfach Messerstecherei am helllichten Tag. Solche Dinge passieren und das hat auch wohl was mit den Flüchtlingen und den Ganzen zu tun. Polizisten sind von Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen, ich glaube drei Polizisten von 17 Jugendlichen einfach zusammengeschlagen worden. Ja, das passiert. Und dann gibt es hier noch Schießtrainings, hier bei uns in Österreich genauso wie in Deutschland. Ne, anstatt dass man die Gesellschaft, wie ich gerade vorhin schon sagte, das Wissen, wir haben ja Wissen, was eigentlich natürlich ist. Und die Hibiska hat ja auch gerade gesagt, das sind keine Menschen, keiner natürlicher Kreislauf würde sich so verhalten. Ja, hallo. Was ist denn los mit uns? Lin, bitte. Ja, da wollte ich gerne was zu sagen. Und zwar, ich halte es doch für durchaus möglich, dass Empathie erlernbar ist. Und ich denke, es wäre hier an der Stelle vielleicht eher kontraproduktiv, wenn wir die Täter, die vielleicht auch einst die Opfer gewesen sind, wenn wir die hier verurteilen, weil dann bringen wir uns nicht aus diesem Hamsterrad, aus diesem Kreislauf heraus. Also ein gewisses Bewusstsein und einen gewissen Umgang damit zu erlernen, halte ich für sehr, sehr wichtig und dass wir diese Kreisläufe auch irgendwo durchbrechen können, ja. Und man kennt häufig eben nicht die Geschichte dahinter und ich finde es daher sehr wichtig, sich auch mit den Ursachen auseinanderzusetzen, weil irgendwo sind sie ja doch Menschen, auf jeden Fall, aber eben auch eben irgendwann auch einmal Opfer gewesen und selber wahrscheinlich auch in einem Kreislauf, den sich keiner von Geburt an gewünscht hat. Und wie gesagt, und es gibt heute auch schon gewisse Methoden und Therapien, wo Empathie erlernt und erlebt oder auch erfahren werden kann. Und ich denke, da kann man durchaus lösungsorientiert handeln und sich ein bisschen damit beschäftigen, in welche Richtung man da auch hinarbeiten könnte. Wir reden hier so viel über die Dinge im Leben und einerseits wissen wir aber, was ein natürliches Lernen ist. Wir können nur bei unseren Kindern anfangen. Und Wissen haben wir. Wir können in die Eigenverantwortlichkeit gehen. Das haben wir ja auch heute Abend gesagt. Der Lehrer soll der Pädagoge sein für natürliches Lernen. Der Bauer soll wieder sein Fachmann, sein Fachgebiet, seine Erde verstehen. Der Arzt genauso. Und viele andere Berufe genauso. Und
wir reden hier immer wieder über schlimme Sachen heute. Täter, Opfer, Opfer, Täter. Der Täter kann ein Opfer genauso sein, wie ein Täter auch ein Opfer sein kann. Ein Opfer ein Täter sein kann. Ja, in dem Moment Opfer, Täter, Täter, Opferrolle. Und Ursache, Wirkung, liebe Lene, du hast vollkommen recht. Empathie kann man natürlich lernen. Wir können noch viel mehr lernen, viel mehr Natürliches lernen. Und das ist ja der Punkt. Ja, wer mag was sagen? Ich denke mir auch, dass natürlich darf man niemals eine Tat von einem Täter schönreden, beileibe niemals. Es sind wirklich gezüchtete Bestien. Darum muss man den Hauptfinger zeigen, auf die Politiker lenken. Denn wie können solche Bestien entstehen? Zum einen, ich würde mal sagen, solche Ballerspiele. Da wird schon mal bei den Kindern die Hemmschwelle sehr, sehr groß herabgesetzt, ja. Dann die Sprache. Die Sprache, die wird auch von den Medien dank den Politikern, weil sie es ja auch zulassen, ja, deformiert. Also die Sprache ist so dekadent geworden. Wenn man sagt, das ist wunderbar, was du gemacht hast, dann wirst du gleich gesagt, ah, was bist du schwul oder so, ja? Man muss nur noch geil, putz, fuck oder so sagen. Das spaltet die Generationen wiederum. Dann, wir haben auch die Nahrung heute schon angesprochen. Was macht die Nahrung mit dem Hormonhaushalt in uns? Da können sich auch einige Tyrannen und Psychopathen daraus entstehen, ja? Und so müssen wir einfach mal wirklich mal schauen, dass wir uns selbst mal schützen. Das geht auch nur, indem wir es jetzt selbst vorleben. Aber man müsste schon mal wirklich auch das Gewissen der Politiker da anregen, dass nicht diese Psychopathen gezüchtet werden. Und diese werden ja dann auch immer mehr. Ja, Roman, und wir sind alle in diesem System drin. Und wenn ihr zu schnell fahrt, bekommt ihr eure Strafe. Wenn ihr nicht zum Finanzamt geht, bekommt ihr eure Strafe. Ein Gewerbe muss angemeldet werden. Wir haben überall Bestimmungen, was wir tun müssen, sollten. Aber dass wir daraus mal lernen, wie Strukturen nicht gut funktionieren, wird trotzdem einfach das Unlogische, der gesunde Menschenverstand, total ausgeblendet. Das ist eigentlich traurig. Ursache haben wir ja auch angesprochen heute Abend, ist die Abhängigkeit des Geldes. Also Befreiung, wann legen wir denn unsere Ketten mal ab? Darf man hier auch mal fragen. Ich glaube, Shogun war in der Leitung und möchte, glaube ich, sich auch einbringen. Oder was? Die Petra. Guten Abend. Nein, es war schon wieder was blinkt. Ja, ich würde nur einmal blenden, dass ich noch relativ schnell Antwort darauf geben kann. Es ist sehr interessantes Gespräch, das hier zu verfolgen, zu beobachten ist es ja nicht wirklich, da ich es nicht wirklich sehe, zumindest die Menschen, die mitreden. Es ist recht interessant und ich denke, es sind sehr gute Beiträge, vor allem von Len. Und ja, ich verfolge es gerne weiter und würde dann eventuell einen Schnellschuss gerne machen. Punkt. Ich wollte vielleicht nur sagen, die Hibiska hat ein tolles Beispiel wiedergegeben mit dem Bankraub, ja. Und das, sie hat ja gesagt, das sind Tyrannen gewesen. Zum Beispiel bei einer der berühmtesten Stockholm-Syndrom-Fälle, wo ein Bankraub wieder ins Spiel war, war ja die Betty Hearst, was ich schon mal erwähnt hatte. Und da haben ja auch diese Bankräuber nicht das Geld gestohlen, weil sie es für sich selbst ausgeben wollten, sondern sie haben es wirklich wie Robin Hood unter den Armen verteilt. Darum muss man halt auch immer schauen, wie verhält sich ein Täter, ja. Ja, durchaus. Richtig, da ist wieder die Definitionssache, Ursache, Wirkung. Warum ist der Täter Täter geworden? Für wen macht er das? Wenn man heute in die Gesellschaft schaut, wo komische Dinge passieren und unlogische Dinge passieren. Früher gab es die RAF, die auch gegen das System gegangen ist. Dann waren die Terroristen, aber die haben ja auch irgendwo dementsprechend eine Ursache gehabt. Gehen wir nach Katalonien hin, knapp 8 Millionen Menschen gehen auf die Straße.
und werden eingefächert vom Staat der Spanier. Ne? Es ist ja genau im Endeffekt das Gleiche. Ne? Warum können plötzlich 8 Millionen Menschen ein anderes Verhältnis oder empfinden ein anderes Verhältnis zu den bisher bestehenden Strukturen? Filmmaterial und Informationen gibt es genügend dazu. Und trotz allem wird man da einfach ja die Fliegenklatsche draufhauen, so in der Art, und ihr müsst parieren. Wieso müssen wir parieren? Wieso darf der Mensch nicht in einer gewissen Souveränität sein? Eine gewisse Souveränität, natürlich dürfen gewisse Regeln natürlich aufgebaut werden. Ich kann nicht durch eine Schulzone mit 100 km/h fahren. Das ist ganz logisch. Ein bisschen Schutz dürfen wir schon haben. Aber die Strukturen zu legen für eine Mehrnatürlichkeit, das ist doch das, was uns in die Zukunft eigentlich, finde ich, begleiten sollte. Wie seht ihr das? Genau. Und wenn wir die vorgegebenen Strukturen leben, dann verschwindet der allergrößte Teil an Vielfalt. Natürlich. Schulen und so, wenn es Schulen geben sollte, dann ist vermuten dort, es ist egal, vorgegebene Strukturen bewirken, so denke ich, genau das Gegenteil der gewünschten Ziele, denn vorgegebene Strukturen führen nicht zum Ziel. Ich habe gehört, kann es nicht nachweisen oder die Quellen absolut nicht nennen, dass es Gebiete gibt, wo eben beispielsweise keine Tempolimit herrschen, sagen wir so, und dort soll die Anzahl der Unfälle während des Versuchs oder auch nicht Versuchs oder während des Betriebes dieses keine Tempolimit zurückgegangen sind. Und daher denke ich, jedem Menschen soll maximale Freiheit, maximale Selbstverantwortung zugetraut werden. Alleine das Zutrauen, das Vertrauen auf den Menschen bringt dermaßen viel. Und ja, daher bin ich der Meinung, jeder, das ist extrem, das ist sehr extrem, ich weiß, aber jeder soll genau das machen, was er will. Und zwar exakt zu jedem Zeitpunkt. Und niemand wird sich zum Beispiel über Möglichkeiten, die zum Bezahlen notwendig sind, momentan Gedanken machen wollen, da das sinnlos ist, und ich bin mir ziemlich sicher, niemand will sinnlos aktiv sein. Punkt. Tolle Worte einerseits, sinnlose Gedanken haben aber leider in dieser erkrankten Gesellschaft viele Menschen. Und genau das ist der Wegbereiter. Das geht nicht von heute auf morgen. Man kann vieles machen, wenn die Politiker ihre Schwerpunkte auch auf dieser Hinsicht mehr sehen würden, für die Menschen Politik zu machen. Dann denke ich, hat die Gesellschaft eine größere Chance, weil dadurch auch die Medien sich dann auch verändern und somit auch die Strukturen und mehr Mitspracherecht gegeben wird. Ich denke, dann wäre das ein sicherlich guter Schritt.
Aber wir wissen, dass wir Menschen haben, die Messer haben, die Waffen haben, und weil wir die Ellenbogengesellschaft haben, ich muss ja stärker sein wie der andere. Und genau das ist der Punkt. Natürlich verstehe ich deine Aussage, Shogun, aber das ist ein Prozess, der auch in die Eigenverantwortlichkeit unserer Vertreter der Politik oder wer auch immer das Sagen hat, in der Gemeinde oder sonstiges auch versucht wird, dann auch umgesetzt zu werden. Das sind die Punkte. Lin, wie siehst du das? Ja, ich bin da doch schon ganz konform mit Shogun, aber dazu würde ich gerne ein paar Worte sagen. Und zwar, wir stecken ja manchmal, oder ich zumindest beobachte ich das, dass da doch einige Menschen in einer gewissen Erwartungshaltung stecken. Also es muss oben was passieren, wir müssen da Druck machen. Und meiner Meinung nach stecken wir da viel zu viel Aufmerksamkeit und Energie rein. Also ich denke, dass man sehr viel Bewusstsein und auch eine gewisse Reichweite hat, wenn man das in seinem eigenen kleinen Kreis erstmal irgendwo lebt und vielleicht auch veranschaulicht. Und vielleicht kann man, also ich habe da keine Erwartungshaltung, dass sich, ich sag jetzt mal symbolisch oben, sich da irgendwas ändern soll, weil damit möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Aber Shogun nochmal bitte. Ja, ich denke, das mit dem Shogun, wie er das so gesagt hat, das kann man schon nachvollziehen. Gewisse Regeln wir sind überregelt in unserer Gesellschaft. Es ist sicher gut, wenn man gewisse potenzielle gefährliche Kreuzungen mit Ampeln regelt. Aber es ist sicher nicht richtig, wenn ich bei Rot über diese Ampel um 3 Uhr früh gehe, weil ich links und rechts 100 Meter weit kein Auto sehe und dann trotzdem gestraft werde, dann wird dieses Überregelung schon wieder bei Weitem übertrieben. Ja. Jeder weiß, dass Mord etwas abgrundtief Schlechtes ist. Und wenn jemand einen Mord macht, dann gehört er weggesperrt. Ja. Da brauche ich keine Regel und kein Gesetz dafür. Das sagt mir der Menschen, der Hausverstand. Ja, ja, genau. Ja, und wo soll man dazu nur sagen? Es ist ganz klar, dass wir einfach einmal auf unsere Selbstverantwortung wieder zurückfinden müssen. Jeder ist sich seiner eigenen Rechenschaft schuldig und niemand anderem gegenüber. Und dabei kann man nur Punkt sagen. Ja, Shogun, du bist angesprochen worden von der Lin. Magst du dich äußern? Ist nicht mehr da. Schade, schade, schade. Er ist zwar noch da, aber nicht am Mikrofon. Ja, Hibiska, dein Bezug zu dieser Frau mit dem Banküberfall, ist sie denn heute über dem Berg oder ist da immer noch groß problematisch? Also, man sieht, du hast gesagt, sie hat zwar Therapie gehabt, Frühpension. Wie ist die Situation heute? Hast du da so eine kleine Info dazu? Ja, das hat sie dann mit der Zeit schon verdaut. Es geht ihr jetzt gut. Sie hatte da schon einige Abstürze. Aber betreffend ihr Leben überhaupt, also da kommt ja immer dann auch mehr zusammen, dass einem dann auch so etwas passiert, sind auch Lebensthemen und Lernprozesse scheinbar, die da mit drin zusammenhängen, dranhängen. Und ja, je nachdem, wie man das bewältigt, kann man auch daran wachsen. Ja, danke. Ja, aber man sieht, wie lange sowas letztendlich eine Wirkung hat. Also man wird geprägt fürs Leben. Ja, und aber das Loslassen ist dann ja auch wieder ein Thema. Ne? Ich stelle mir das für mich erst gar nicht vor, in so eine Situation hereinzukommen. Leider gibt es halt diese Menschen, die diese Dinge erlebt haben. Und ich möchte mir sowas nicht vorstellen. Aber wenn ich das höre, wie heute Domian oder jetzt deine Geschichte jetzt auch von dir, Hibiska, also ich stelle mir das schon, das Leben von einer Sekunde auf die andere ist ein anderes, komplett anders. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, was passieren kann in einem Menschen, das ist schon echt heftig. Und das darf, finde ich, in Zukunft passieren. Da sollten wir hin, das Augenmerk mal lenken. Ja, und für diese Menschen auch da sein. Und es ist schon mal schön, dass sie sich öffnen und also überhaupt auch, es ist sehr erschütternd, es ist grausam. Aber auch hier ist, finde ich, wichtig,
zumindest hier nicht ein Urteil zu fällen, sondern wirklich sich ganz sensibel darauf einzulassen und einen Weg daraus zu finden. Und ja, das ist halt eben etwas, was uns eben noch teilweise verfolgt in der Gesellschaft. Und ich denke aber, ich finde es auch gut, dass das, dass sich sehr viele Menschen, man muss es ja auch erwähnen, auch viel Positives sich dafür einsetzen und auch stark machen, dass diese Menschen auch ein Gehör finden. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und sich das dann letztlich auch irgendwann in der gesunden Form weiterentwickeln kann. Das kann sich, wenn wir die Verantwortung sehen und auch, wie gesagt, die Strukturen, die die Leute heute, wie die Länder, Kontinente, Weltregierungen aufgebaut sind, endlich auch mal dort dieses Augenmerk mal des Verstandes, mal nicht des Egos, sondern wirklich mal des gesunden Menschenverstands wieder mal walten lassen. Das erkennt ja jeder, ne? Wie gesagt, man redet auch von bösen Themen wie eine Dezimierung der Menschheit, ne? Ist das die Lösung? Ich denke nicht. Wir haben eine schöne Welt eigentlich, die noch viel, viel schöner sein darf und kann. Und die könnten wir alle gemeinsam ganz doll gestalten. Und das sollten wir immer im Hinterkopf halten. Aber eine Dezimierung, wie man davon oft spricht, ne, also was man im Internet auch sieht, ist wirklich auf Deutsch gerade pervers. Ne? Wenn man hört, ehemalige Präsidenten sogar haben das gesagt. Also der Roosevelt, glaube ich, war es. Ich bin mir nicht sicher, ob es er war. Es ist einfach nur traurig, was für Energien dann nach außen getragen werden. Dabei ist die Wurzel ganz einfach erkennbar. Und das ist an meine Hoffnung, an der Menschheit, wo ich noch nicht die Hoffnung verloren habe, zumindest für mich. Ja, und vor allem, man darf auch nicht vergessen, es gibt auch den anderen Typ Menschen. Manche Menschen zerbrechen daran. Andere Menschen, die dieselben schlechten Erfahrungen gemacht haben, können dann auf einmal, aber andere Menschen, die dann auch in so eine Situation kommen, am besten helfen, weil sie es selbst erlebt haben. Es gibt große Beispiele von Martyrien und etwas kleinere. Und die Erfahrung, die macht uns alle größer, gescheiter. Sie entwickelt uns die Erfahrung. Dazu gehören auch schlechte Erfahrungen dazu. Und wenn wir alle schauen, dass wir zusammen eine Gesellschaft kreieren, die für alle gerecht und gut ist, ja, dann können wir uns solchen schlechten Erfahrungen irgendwann entziehen anhand der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Der Joe Conrad hat ja so irgendwie das auch so angedeutet, wenn ich das, glaube ich, mitbekommen habe, dass wir so Ort, wir alle Menschen werdende Götter sind, ja. Und was muss ein Gott wissen? Er muss über Gut und Böse Bescheid wissen, ja. Nur wie kann ich über Böses Bescheid wissen, wenn ich selbst noch nie damit in Berührung gekommen bin, ja? Darum haben wir auch diese vielen Leben. Mal sind wir Mörder gewesen, mal waren wir auch die Opfer. Natürlich kann man, ich will das nicht jetzt so sagen, dass man das alles schönreden soll, was schlecht ist, aber die Erfahrungen sind doch im Kollektiv gesehen für uns alle Menschen wichtiger als wie die Erfahrung für uns selbst. Das hast du wunderbar formuliert, Krypto. Also das ist echt genau so, ja. Echt gut. Ich glaube, das war schon fast ein Abschlusssatz. Ich frage noch mal in der Runde, möchte noch jemand was mitteilen zum heutigen Abend? Denn wir sind auf 22 Uhr schon zugekommen. Und ich rufe noch mal den Thomas, die Hibiska sowieso auch noch mal. Hibiska ist schon unten, aber danke dir, Hibiska, für deine Wortmeldung heute hier. Dann die Moni, Petra ist noch bei uns und der Shogun auch noch. Gibt es denn da noch eine Wortmeldung? Nein. Danke dir, Shogun. Und Petra, nicht am Mikrofon, Moni auch nicht. Ja, mein Fazit heute, Petra ist doch da. Petra, bitte. Ich habe zu dem Ganzen da eigentlich nichts ganz so zu sagen. Ich meine, ich hatte zwar auch so komische Erfahrungen gemacht, aber ich würde sagen, zum anderen Mal. Okay, liebe Petra, schön, dass du dich gemeldet hast. Und ja, danke dir auch, dass du heute hier eingeschaltet hast. Natürlich, Moni, bist du noch da oder auch nicht? Gut. Ja, Roman, mein Fazit heute war ja erstmal ein großes Thema und auch nicht unbedingt ein schönes Thema, aber trotzdem ein erkenntnisvolles Thema, weil doch viel nach außen hin, glaube ich, ja, verstanden werden konnte aufgrund dieser Sendung,
dass nicht man sofort eine Diagnose stellen soll. So bin ich eingestiegen heute Abend mit einem Pärchen und einem Freund, wo Pärchen verliebt war und ein Stockholm-Syndrom einfach als Diagnose gestellt worden ist. So einfach kann man das nicht tun. Aber man hat ja auch hier heute Abend mitbekommen, wo das Stockholm-Syndrom seine Wurzeln entfaltet. Und das nicht nur auf positive Art, sondern auch in der negativen Art. Aber auch der Punkt, was wirklich die Problematik ist, wo wir selbst, wenn wir ein bisschen mehr Reflexion aufbauen, doch die Lösung eigentlich vor uns auch tragen. Und das ist, finde ich, von meiner Seite aus schon auf den Punkt gekommen heute Abend. Roman und Lene, ich gebe dir das Wort und dann kommen wir langsam zum Schluss, oder? Ja, machen wir jetzt Schluss. Es ist sehr interessant gewesen und wir haben wieder mal herauskristallisiert, wie umfangreich und vielseitig so ein Thema wieder sein kann, dass eben Täter und Opfer einen fließenden Übergang haben können, ja, dass man oft nicht einmal unterscheiden kann, jetzt ist wirklich Täter, wer ist auch Opfer. Aber dass man auch doch auch unterscheiden kann, das ist ein Täter und das war ein Opfer. Es war sehr schön, auch eine Perle heute unter uns zu haben, nicht an Joe Conrad. Gerade er ist ja sehr hochgerätig in solchen Hintergrundwissen, denn er kennt ja extrem viele Whistleblowers. Und so konnten wir da schon mal einen großen Schatz herausholen, um dieses große Thema zu erörtern. Und ich möchte mich auch noch bei Shogun und bei der Hibiska bedanken, dass sie sich bei uns mitbeteiligt haben. Und vor allem auch bei der Hibiska, dass sie da auch aus ihren eigenen Erfahrungen, nicht eigenen, aber Erfahrungen von ihren Freunden sprechen konnte. Und das sind doch oft die wertvollsten Erfahrungen, die man bespricht, was man untereinander besprechen kann und nicht wie das meiste, was wir heute eher rausrecherchiert haben. Und schön, Lin, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und ich danke dir auch, Klaus, für die Einladung zu diesem wunderbaren Gespräch. Danke dir, Roman von CryptoTV. Lin, bitte. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich dabei sein durfte und ich finde es toll, dass ihr euch, Roman und Klaus und auch der Jo, dass ihr euch diesen sensiblen Thema gewidmet habt und ja, das war toll und ich hoffe, dass wir damit auch viele Menschen erreichen und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ja, und ich sage nochmal ganz herzliches Dankeschön, dass ihr OKTalk eingeschaltet habt. Ich habe jetzt noch auf dem Plattenteller, ja, zum Abschluss, Welcome to Freedom vom Joe Kreisel. Ich glaube, der passt nämlich zu heute Abend sehr gut dazu, der Song. Und danke auch den Joe Kreisel für diesen Song und vieles andere auch. Und sage euch jetzt, habe ich meinen Player schon freigeschaltet? Nein, noch nicht, aber jetzt. Und jetzt Musik ab. Einen schönen Abend euch. Morgen geht's dann weiter im Programm. Da habe ich auf dem Programm stehen für morgen. Das sage ich nach dem Lied. Na, bis dann. Tschüss, Papa und Grüße. Musik ab. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub sie rehre vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann?
Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Und stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity. So wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community. Die Blärer. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules we don't. Radio Okie Talkie 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 Talkie